Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich eröffne hiermit jetzt mit knapper Verspätung die 14. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Eine öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP. Entwurf eines vierten Gesetzes zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes auf der Bundestagsdrucksache 20/2023/54. Es ist eine öffentliche Anhörung. Die Öffentlichkeit wird diese öffentliche Anhörung im Internet verfolgen können. Aufgrund der technischen Begrenzung ist es aber so, dass die Sitzung erst morgen, also um einen Tag zeitversetzt, im Parlamentsfernsehen und in der Mediathek zu finden sein wird. Somit das vorweg gesagt, darf ich jetzt alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, meine Kolleginnen und Kollegen sowie die Vertreter aus dem Bundesumweltministerium begrüßen, insbesondere den parlamentarischen Staatssekretär Christian Kühn. Herzlich willkommen und ganz besonders darf ich unsere Sachverständigen heute begrüßen. Das ist zum einen Frau Dr. Christiane Wilken vom Deutschen Städtetag. Ich mache es von links nach rechts durch. Der Professor Dr. Martin Gellermann. Dann haben wir hier den Professor Dr. Kai Niebert vom Deutschen Naturschutzring. Die Frau Dr. Franziska Hess ist uns über WebEx zugeschaltet von Baumann Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft. Dann fehlt mir doch der Herr Ingbert Liebing, hat sich umgesetzt jetzt. Ja, wir sind uns an einer Stelle begegnet vom Verband der kommunalen Unternehmen. Ebenfalls über WebEx zugeschaltet müsste es sein. Ich habe sie noch nicht gesehen. Die Frau Katrin Schiffer vom Bundesverband der deutschen Industrie. Frau Schiffer, sagen Sie mal kurz Piep oder sowas, dass wir wissen, ob Sie da sind. Ich sehe es in der Übersicht hier nicht. Wunderbar. Okay, Frau Schiffer, dann haben wir das geklärt. Sie sind da. Ebenfalls über WebEx zugeschaltet sollte sein der Herr Pingen, den sehe ich sogar in der kleinen Kachel vom Deutschen Bauernverband. So, und dann sind wir wieder hier im Saal mit dem Jörg Andreas Krüger vom Naturschutzbund Deutschland, dem NABU. Dann neben ihm die Frau Bärbel Heidebruck vom Bundesverband Windenergie e.V. und last but not least Magnus Wessel vom BUND. Herzlich willkommen. Kommen hier in dieser Runde. Die Stellungnahmen einiger der Sachverständigen wurden als Ausschussdrucksachen verteilt im Vorfeld mit den Ausschussdrucksachen Nummern 2016/66 und 2016/72. Zum Ablauf ist Folgendes zu sagen. Wir werden von dieser Sitzung ein Wortprotokoll anfertigen. Dazu höre ich keinen Widerspruch. Dann haben wir das auch so beschlossen. Die Sachverständigen werden gebeten, ein kurzes einleitendes Statement von 3 Minuten zu halten. Das ist sehr großzügig von uns. Ich sehe zustimmendes Nicken. Anschließend steigen wir in die Diskussionsrunden ein. In jeder Runde erhält jede der 6 Fraktionen einen 5-Minuten-Block. Die vorgesehenen 5 Minuten gelten dabei sowohl für die Fragen als auch die Antworten. Wir kennen das Prozedere, aber für die, die es noch nicht wissen, und die Antworten eben unserer Sachverständigen. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen zunächst bei der Wortmeldung den Namen des oder der Sachverständigen zu nennen, damit diese gleich damit beginnen können, auch auf die Zeit zu achten. Die 5 Minuten beginnen zu laufen ab dann, wenn die Frage gestellt wird. Es ist durchaus anspruchsvoll, dass die Frage so kurz ist, dass der Antwort auch noch Zeit eingeräumt werden kann. Wir versuchen auf jeden Fall 2 Diskussionsrunden hinzubekommen. Das sollte drin sein, wenn ich jetzt schnell bin erstmal. Und vielleicht gelingt es uns auch noch eine dritte, vielleicht eventuell verkürzte Runde dann durchzuführen.
Entsprechend der Praxis bei den öffentlichen Anhörungen richtet sich dann die Reihenfolge der Rednerinnen und Redner nach der Fraktionsstärke, also ständige Übung. Und ich bitte jeweils alle Rednerinnen und Redner, die Zeit im Auge zu behalten. Für die, die im Saal sind, ist es einfach. Da ist es da oben am Bildschirm eingeblendet. Für alle diejenigen, die über WebEx dabei sind, die müssten irgendwie ihre eigene Uhr im Blick haben. Da können wir nicht noch extra was einblenden. Ich melde mich dann zu gegebener Zeit, wenn die Zeit rum ist. So, und wir beginnen jetzt, wir steigen jetzt ein in die Runde der Eingangsstatements. Drei Minuten. Wir machen es genau in der Reihenfolge, wie ich eingehend die Sachverständigen vorgestellt habe, und beginnen mit Frau Dr. Christine Wilken. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Vielen Dank zur Gelegenheit zur Stellungnahme. Der Deutsche Städtetag, der unterstützt die Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes. Es ist richtig, die Planungs- und Genehmigungsverfahren für den Ausbau der Windenergie enorm zu beschleunigen. Wir sind in einer Situation, in der es nicht nur darum geht, von den Fossilen abzukehren, sondern es geht um Energiesouveränität. Und deswegen muss auch unser volles Augenmerk auf den Ausbau von erneuerbaren Energien gerichtet sein und den Windkraftenergien. Und gleichzeitig müssen wir natürlich den Artenschutz damit in Einklang bringen. Und deswegen sind die Änderungen im Bundesnaturschutzgesetz richtig. Wir sehen und begrüßen den Paradigmenwechsel. Aber ob es zu einer maßgeblichen Beschleunigung kommt, da sind wir skeptisch. Richtig ist, dass festgeschrieben werden soll, dass die erneuerbaren Energien im öffentlichen überragenden Interesse liegen und der öffentlichen Sicherheit dienen. Das hilft bei den Abwägungsentscheidungen vor Ort. Das gibt auch Sicherheit und Rechtssicherheit. Und wir wünschen uns, dass dieses Ziel auch in den anderen relevanten Fachgesetzen verankert wird, damit der Ausbau besonderes Gewicht und Vorrang bekommt. Wichtig ist auch und richtig, dass die Liste von geschützten Arten standardisiert wird und die Regelabstände festgelegt werden. Das vereinheitlicht das Verfahren und gibt auch Planungssicherheit bei der Anwendung. Offen ist für uns, ob bei wechselnden Brutplätzen oder wie damit mit Horsten umgegangen wird. Das kann das Konzept des Tabubereichs faktisch aushebeln. Und da sind noch Fragen offen und da können Planungsunsicherheiten entstehen. Und wir sind auch skeptisch, ob diese standardisierte Liste tatsächlich am Ende zur Beschleunigung führt. Wir hätten uns eine Abkehr eher vom Individuenschutz gewünscht, hin zu einem Populationsschutz. Denn wenn die Art als Ganze erholt ist und nicht das, dann ist es aus unserer Ansicht nach nicht entscheidend, auf das einzelne Individuum zu gucken, sondern dann ist die Population insgesamt geschützt und das einzelne Individuum muss mit den Rahmenbedingungen, ist dann den Rahmenbedingungen ausgesetzt. Deswegen schauen wir darauf, dass die Artenschutzprogramme besser ausgestattet werden sollen. Und es geht darum, natürlich Artenschutz und Biodiversität zu stärken. Und die Populationen müssen sich erholen und sie müssen Freiraum haben und Rückzugsarm haben. Zu den Landschaftsschutzgebieten, das finden wir richtig. Sie müssten sich aber auf die windhöfigen Bereiche konzentrieren, weil die Landschaftsschutzgebiete insgesamt auch schon hohen Nutzung ausgesetzt sind. Und insofern sollten sie nur dann in Betracht gezogen werden, wenn andere Flächen nicht zur Verfügung stehen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Dr. Wilken. Und wir kommen gleich zu Professor Dr. Gellermann. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, für die großzügigen drei Minuten, die ich dann gerne auf einige Punkte beschränken möchte. Völlig klar, der zügige Ausbau der Windenergie ist das Gebot der Stunde. Aber vor dem Hintergrund des fortschreitenden Artensterbens und des massiven Biodiversitätsschwundes darf das nicht zulasten des Artenschutzes gehen. Der Entwurf, der Ihnen vorliegt, der enthält aus meiner Sicht durchaus positive Anhaltspunkte, bedarf aber grundlegender Überarbeitung, um Genehmigungsverfahren ohne Absenkung artenschutzrechtlicher Standards zu beschleunigen. Zunächst § 45b Absatz 1 bis 4 soll die Konturen des artenschutzrechtlichen Tötungsverbots schärfen. Das ist richtig. Die Konkretisierung des Signifikanzbegriffs durch gestaffelte, brutplatzbezogene Abstandsvorgaben
ist zu begrüßen, weil behördliche Prüfungen dadurch einfach vereinfacht werden und natürlich Genehmigungen auch schneller erteilt werden können. Kritisch ist in diesem Zusammenhang in jedem Falle anzumerken, dass der Kreis kollisionsempfindlicher Brutvögel auf 15 Arten reduziert werden soll. Selbst vom Aussterben bedrohte Arten wie die Uferschnepfe oder die Bekassine, um zwei Beispiele zu nennen, sollen künftig nicht mehr vor windkraftbedingter Tötung geschützt sein. Das, meine Damen und Herren, ist mit Artikel 5 der Vogelschutzrichtlinie schlicht unvereinbar, weil diese Vorschrift die Mitgliedstaaten verpflichtet, sämtliche europäischen Vögel vor den negativen Auswirkungen der Windkraftnutzung zu schützen. Ist das Tötungsrisiko im Einzelfall signifikant erhöht? Kann das Problem an sich durch eine brutzeitbedingte Tagabschaltung gelöst werden? Das geschieht in der Praxis durchaus auch. Dieses wirksame Instrument der Konfliktbewältigung soll den Behörden künftig aus der Hand genommen werden. Zudem werden die Behörden genötigt, die Schwelle der Zumutbarkeit anderer Vermeidungsmaßnahmen anhand der Formeln in Anlage 2 zu berechnen. Ich habe mal versucht nachzuvollziehen, was da eigentlich drinsteht. Ich kann es Ihnen gar nicht sagen. Das erhöht in jedem Falle den Prüfungsaufwand und dürfte sich zum Quell beständigen Streits entwickeln. Davon abgesehen läuft es dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zuwider, wenn die Zumutbarkeitsschwelle nur anhand der Einbußen des Projektträgers und nicht auch anhand des sich mit Vermeidungsmaßnahmen verbindenden Gewinns für den Artenschutz bestimmt wird. Die Maßgaben des § 45b Absatz 8 laufen dem unionsrechtlichen Gebot zuwider, vor die Erteilung artenschutzrechtlicher Ausnahmen auf Sondersituationen zu beschränken. Das provoziert geradezu gerichtliche Auseinandersetzungen und bringt es mit sich, dass Windkraftprojekte nicht auf rechtssicherer Basis verwirklicht werden können. Insbesondere der Versuch, der gerade schon angesprochen wurde, dem Betrieb von WEA einen absoluten Vorrang vor den Belangen des Artenschutzes einzuräumen, ist grundlegend verfehlt, weil es aus unionsrechtlichen Gründen stets einer Abwägung unter Berücksichtigung der Gegebenheiten des Einzelfalles bedarf. Zahlreiche weitere Kritikpunkte, die ich meiner schriftlichen Stellungnahme zu entnehmen bitte, nähren den Verdacht, dass die Windkraftseite bei der Diskussion über den Entwurf um die Gestaltung die Oberhand gewonnen hat. Das, meine Damen und Herren, könnte sich als Pyrrhussieg erweisen. Und ich denke, was wir hier sehen, ist ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für Rechtsanwälte. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank, Herr Professor Gellermann. Und wir machen weiter mit Professor Dr. Kai Niebert. Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Vorsitzender. Nicht nur die Klimakrise, sondern auch der Krieg in der Ukraine haben noch mal aufgezeigt, wie wichtig es ist, bei uns den Ausbau der erneuerbaren Energien deutlich zu beschleunigen, im Gegensatz zu dem, was wir in den vergangenen Jahren erlebt haben. Neben der Ausweisung von ausreichend Windvorranggebieten, um dort die Anlagen zu errichten auf 2% der Landesfläche, ist tatsächlich mittlerweile auch zum Teil die komplexe und auch uneinheitliche Anwendung des Artenschutzrechts zumindest an einigen Projekten zu einer Hürde beim Ausbau der Windenergie geworden. Deswegen begrüße ich jetzt erstmal sehr grundsätzlich, dass der Gesetzgeber es hier in Angriff nimmt, die zuständigen Regelungen zu vereinheitlichen und zu standardisieren. Insofern halten wir auch die Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes mit Maßgabe für die kollisionsgefährdeten Brutvogelarten, die Differenzierung in den Prüfkulissen, die Einbeziehung von Schutzmaßnahmen, Vorgaben für die Ausnahmeprüfung und auch die Artenhilfsprogramme für sinnvoll. Die Vorschläge lassen erwarten, dass, wenn es denn tatsächlich zu einer unionsrechtlich abgesicherten Umsetzung kommt, da gibt es ja durchaus Einwände, der Absicht der Regierung nachgekommen werden kann, hier tatsächlich den Ausbau zu beschleunigen. Wir sehen jedoch auch bei einigen geplanten Änderungen Konflikte auf dem Weg mit dem geltenden Europarecht, die zu Rechtsunsicherheiten und dann doch wieder zu Verzögerungen führen konnten. Will der Gesetzgeber auf die 15 genannten Brutvogelarten sich beschränken, und zwar sowohl in der Anzahl der Arten als auch in den genannten Abständen, muss er das entsprechend fachlich unterlegen, damit das nicht später vom Europäischen Gerichtshof wieder eingezogen werden wird. Nichts wäre schlimmer, als wenn wir jetzt mit viel Kraft eine Änderung auf den Weg bringen, die dann zwei Jahre später wieder scheitert. Auch die Vorgaben für Zumutbarkeitsregelungen, Schutz von Vermeidungsmaßnahmen sowie zur Finanzierung und auch Anwendung der Artenhilfsprogramme benötigen dann auch konkrete Auslegungshilfen für die Behörden, damit es da nicht zu Verzögerungen kommt. Ich möchte aber auch noch mal klar machen, dass das Hauptproblem für die kollisionsgefährdeten Arten ja nicht das Windrad ist, sondern die ausgeräumte
Agrarlandschaft und der Verkehr. Insofern würden wir als Naturschutzring auch dringend dazu raten, das Verschlechterungsverbot für die Bestandsgrößen nicht nur am Windrad, sondern tatsächlich in der Fläche umzusetzen und damit eben 10% der Offenlandschaft, ich sehe Herr Pingen da oben auch im Bild, 10% der Offenlandschaft, wie wir es in der Zukunftskommission Landwirtschaft auch beschlossen haben, für die biologische Vielfalt zur Verfügung zu stellen und tatsächlich auch 10 weitere Prozent, die auch schon von der EU geplant sind oder auch vorgegeben sind, tatsächlich auch in Schutzgebieten zu echten Schutzgebieten werden zu lassen. So hat der Gesetzgeber dann die Möglichkeit, tatsächlich nicht nur den Ausbau der Windenergie zu helfen, indem er die Handbremsen löst, sondern tatsächlich auch der biologischen Vielfalt ihren Status zu geben. Vielen herzlichen Dank. Punktlandung, und wir switchen ins Netz zu Frau Dr. Franziska Hess. Frau Hess, sind Sie bereit? Ich bin bereit. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender. Sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich bedanke mich für die Einladung und nehme gern zur geplanten Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes Stellung. Der vorliegende Gesetzentwurf versucht, dem Ruf der Praxis gerecht zu werden und lange überfällige Standardisierungen für die artenschutzrechtliche Prüfung in Genehmigungsverfahren für die Windkraft bereitzustellen. Dieses Ziel ist gut und richtig, die Vorschläge zur Zielerreichung aber nur bedingt geeignet, weil nicht alle Ursachen der Verzögerung von Planungs- und Genehmigungsverfahren erfasst werden. Damit das eigentliche Ziel der geplanten Änderung erreicht werden kann, nämlich zügige und rechtssichere Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen zu ermöglichen, muss der Entwurf an einigen Stellen verbessert werden. Dies betrifft zunächst die Regelung zur Öffnung der Landschaftsschutzgebiete in einem neuen § 26 Absatz 3. Hier sollte der dem Windenergie-an-Land-Gesetz zu entnehmende Grundansatz des Vorrangs der Positivplanung auch für die LSGs nicht verlassen werden und § 26 Absatz 3 Satz 4 gestrichen werden. Der sofortigen Verfügbarkeit der LSG-Flächen für Windenergieanlagen, die innerhalb planerisch ausgewiesener Gebiete liegen, würde dies nicht entgegenstehen. Zugleich sollten parallel zur Öffnung der Landschaftsgebiete nicht nur Natura 2000-Gebiete, sondern auch sämtliche Nationalparks, nationale Naturmonumente, Naturschutzgebiete und Kern- und Pflegezonen von Biosphärenreservaten zu absoluten Tabuzonen erklärt werden. Die geplanten Regelungen in § 45b Absatz 1 bis 6 sind im Grundansatz sinnvoll und entsprechen dem Bedürfnis der Praxis nach Standardisierung des artenschutzrechtlichen Prüfprozesses. Die Ausgestaltung im Einzelnen muss aber verbessert werden, um die Neuregelung nicht unnötig mit Fragen, insbesondere der Unionsrechtskonformität, zu belasten. Dies gilt vor allem für die Begrenzung der hinsichtlich des zu prüfenden Kollisionsrisikos aufgelisteten 15 Arten. Das vorgesehene strikte Prüfverbot für weitere Brutvogelarten begegnet erheblichen unionsrechtlichen Bedenken, weil entgegen der verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht alle kollisionsgefährdeten Arten erfasst werden. Zugleich wird empfohlen, die konkreten Abstände in Anlage 1 Abschnitt 1 artbezogen unter Berücksichtigung des ornithologischen Kenntnisstandes kritisch zu überprüfen. In Bezug auf § 45b Absatz 6 und 9 zur Zumutbarkeit von Schutzmaßnahmen ist problematisch, dass sich diese allein an wirtschaftlichen Erwägungen orientieren. Unionsrechtlich betrachtet macht es aber einen Unterschied, ob Maßnahmen zugunsten einer gefährdeten oder einer ungefährdeten Art angeordnet werden sollen. Um die Bedenken auszuräumen, sollte die starre Festlegung der Unzumutbarkeit aufgegeben und eine behördliche Abwägung eröffnet werden, die Raum für die Einbeziehung des Umfangs der Betroffenheit und des Gefährdungsgrads der im Einzelfall in Rede stehenden Arten lässt. § 45b Absatz 6 und 9 sind auch deshalb nicht bedenkenfrei, weil sie einen Anreiz zu setzen scheinen, Vorhaben von vornherein in die Ausnahme zu planen. Denn für den Fall, dass ein Vorhaben in die Ausnahme muss, sind nach Absatz 9 Schutzmaßnahmen schneller wirtschaftlich Unzumutbarkeit als im Bereich der Vermeidung. Das sollte überdacht werden. Vielen Dank. Dankeschön, Frau Dr. Hess. Und der Nächste ist Herr Liebing. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordnete. Auch meinerseits herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Anhörung. Die Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes sehen wir als ein Element im Gesamtgefüge. Die Energiewende, den Ausbau der erneuerbaren Energien im Einklang mit dem Artenschutz voranzubringen, das begrüßen wir, und die Stadtwerke stehen ausdrücklich bereit für Investitionen in die erneuerbaren Energien.
Die Auseinandersetzung zwischen Ausbau der Windkraft und artenschutzrechtlichen Belangen war in der Vergangenheit stets eine der Hürden, die für den Windkraftausbau viel Zeit und Energie gekostet haben. Stadtwerke haben bei eigenen Projekten wirklich ihren Frust erlebt. Und deshalb ist es richtig, diesen Konflikt unter anderem durch Standardisierungen auch zu lösen. Aber wir dürfen uns nicht nur auf die Windkraft beschränken. Um in der Energieversorgung klimafreundlicher und unabhängiger zu werden, brauchen wir auch Solarenergie, Geothermie, Biomasse, Wasserkraft und die energetischen Potenziale der Abfall- und Abwasserwirtschaft. Und überall gibt es noch Hürden, die es zu beseitigen gilt. Wir haben als VKU die anderen Gesetzesinitiativen der Bundesregierung zum Ausbau der erneuerbaren Energien und der Windkraft im Grundsatz alle unterstützt. EEG-Novelle, Wind-an-Land-Gesetz, Windseegesetz. Und gerade deshalb ist es wichtig, auch dafür zu sorgen, dass Windkraftvorhaben eine faire Chance auf eine artenschutzrechtliche Genehmigung bekommen. Aktuell ist es so, dass von den Windvorrangflächen ein Drittel gar nicht nutzbar ist, unter anderem aufgrund von artenschutzrechtlichen Restriktionen. Wenn jetzt im Wind-an-Land-Gesetz 2% der Bundesfläche für Windkraft vorgesehen sind, muss sichergestellt werden, dass dieses Ziel nicht durch artenschutzrechtliche Restriktionen unterlaufen wird. Sonst werden wir unsere Klimaziele nicht erreichen und die Koalition ihre ambitionierten politischen Ausbauziele nicht. Daher ist es so wichtig, dass mit der vorliegenden Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes spürbare Erleichterungen für Windenergieprojekte geschaffen werden. Wir sollten uns dabei an den aktuellen Empfehlungen der EU-Kommission orientieren. Demnach ist die unbeabsichtigte Tötung einzelner Individuen kein Verstoß gegen die Naturschutzrichtlinien der EU, sofern der Populationsschutz gewährleistet ist. Und genau darum muss es gehen, Arten, also Populationsschutz statt Individualschutz. Wir haben aber die Sorge, dass der Gesetzentwurf das gerade nicht leistet. Mit weitgehenden Tabubereichen, mit Beweislastumkehr im zentralen Prüfbereich werden neue hohe Hürden aufgebaut. Und beim Repowering sehen wir Chancen für Verbesserungen, wenn die Vorbelastungen der Bestandsanlagen vollumfänglich in die Bewertung einbezogen werden und genauso auch die Entlastungseffekte, zum Beispiel durch höhere Anlagen und langsam drehendere Flügel. Also da gibt es noch etwas nachzuschärfen. Und deshalb geht die Bitte an Sie, an die Parlamentarier, machen Sie aus dem Entwurf ein wirklich gutes Gesetz im Sinne des Ausgleichs zwischen Artenschutz und Klimaschutz, aber verhelfen Sie auch dem Klimaschutz hier zum Durchbruch. Danke. Danke, Herr Liebing. Und wir switchen ins Netz und kommen zu Frau Schiffer vom BDI. Frau Schiffer. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank. Gerne nehme ich eine Bewertung im Namen der deutschen Industrie des Gesetzesentwurfs vor. Für die deutsche Industrie ist die Verfügbarkeit erneuerbarer Energien der entscheidende Standortfaktor für Deutschland. Investitionsentscheidungen werden in der Industrie aufgrund der verlässlichen Versorgung durch grünen Strom getroffen. Daher ist der schnellstmögliche Ausbau der erneuerbaren Energien erforderlich. Um die Klimaziele zu erreichen, müssen nach unseren Berechnungen bis 2030 ca. 15.000 weitere Windräder installiert sein. Es müssen also schnellstmöglich genehmigte Projekte her, die dann auch zeitnah umgesetzt werden können. Derzeit erschwert aber insbesondere das Artenschutzrecht die Umsetzung massiv. Ohne ein Vorankommen hier sind die Ausbauziele jedoch gefährdet. Zur Erreichung der Klimaziele braucht auch die energieintensive Industrie schnellere Genehmigungsverfahren für den umfangreichen Umbau ihrer Anlagen. Hemmschuh für schnellere Genehmigungen ist auch hier insbesondere das europäisch geprägte Naturschutzrecht. Der vorliegende Entwurf soll eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren bewirken und sieht hierfür bundeseinheitliche Standards für die artenschutzrechtliche Prüfung vor. Der Gesetzgeber macht damit richtigerweise deutlich, dass Standardisierung zur Beschleunigung führt. Die deutschen Industrieunternehmen wünschen sich derartige bundeseinheitliche Standards zum Artenschutz für alle Planungs- und Genehmigungsverfahren. Rechtsverbindliche Standards, wie zum Beispiel technische Anleitungen, im Bereich des Naturschutzes sind zwingend notwendig, um sowohl die Anzahl als auch den Umfang heute zu erbringender Fachgutachten zu reduzieren. Planung wird erst dann schneller, wenn die Behörde zum Beispiel weiß, nach welcher Methode welches Tier ermittelt werden muss. Beispielsweise nimmt der EuGH beim Artenschutz sehr stark das individuelle Tier in den Blick. Das sollte geändert werden, denn es geht im Naturschutz eigentlich um den Bestand und nicht zwingend um das einzelne Tier.
Solange es hier keine Lösung gibt, darf es deutsche Standards für alle Genehmigungsverfahren im Hinblick auf Ausnahmemöglichkeiten vom Individuenschutz. Zwar haben die Luxemburger Richter Ausnahmemöglichkeiten im deutschen Naturschutzrecht in der Vergangenheit sehr restriktiv ausgelegt, aber die EU zwingt uns nicht, auf Standardisierung beim Artenschutz zu verzichten. Auch das Bundesverfassungsgericht hat 2018 gemahnt, der Gesetzgeber müsse für den Naturschutz mehr Klarheit und verbindliche Vorgaben schaffen. Die Bundesregierung hat aus Sicht der Industrie daher die Aufgabe, weitere rechtsverbindliche Standards, ähnlich der TH Luft und TH Lärm, zur Methodik der Bewertung von Naturschutzrecht zu erarbeiten. Vielen Dank. Dankeschön, Frau Schiffer. Und wir bleiben im Netz und kommen zum Herrn Pingen vom DBV. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier die Sicht der Landwirte mit einzubringen und das auch digital. Ich grüße aus der Quarantäne. Vielen Dank für die Möglichkeit. Der Deutsche Bauernverband unterstützt das Ziel des Gesetzentwurfs, den Ausbau der Windenergie voranzubringen und Planungsverfahren zu beschleunigen und zu vereinfachen. Das ist ein Ziel, was generell erforderlich ist. Wir sehen es auch als sinnvoll an, dass die Gebiete ausgedehnt werden, wo Windenergieanlagen gebaut werden können, Landschaftsschutzgebiete. Aus unserer Sicht sollte man auch über weitere Schutzgebiete des Naturschutzrechts reden. Entscheidend ist hier, dass der Schutzzweck nicht dem entgegensteht. Das sollte aus unserer Sicht der Maßstab sein und nicht, ob bestimmte Gebiete genannt sind oder nicht, sondern das Schutzziel des Gebietes sollte im Vordergrund stehen. Wir denken auch, dass es sinnvoll ist, eine vergleichbare Regelung bei dem Bau von Freiflächen-PV-Anlagen zu schaffen, wie es jetzt hier in diesem Fall gemacht wurde. Wir erkennen auch an, dass mit dem Gesetzentwurf eine Abwägung zwischen den Belangen der Energieerzeugung und dem Artenschutz vorgenommen wird. Und wir erwarten, dass auch im Bereich der Landnutzung an anderer Stelle eine stärkere Abwägung zwischen Zielkonflikten erfolgt, wie es jetzt in diesem Fall der Fall ist. Bei dem Thema Flächensuche für Windenergieanlagen sollte aus unserer Sicht nicht nur auf das Thema Versorgungssicherheit bei Energie geachtet werden, sondern auch das Thema Versorgungssicherheit bei Ernährung ganz nach vorne mit angestellt werden. Im Detail haben wir aber auch einige detaillierte Probleme mit dem Gesetzentwurf. Speziell im § 45b Absatz 10 sind Verbote und Anzeigepflichten für Landwirte vorgesehen gegenüber der Behörde. Diese sind aus unserer Sicht überzogen, nicht praxistauglich und stellen einen Eingriff in das Eigentum dar. Beispielsweise eine behördliche Anzeigepflicht 16 Stunden vor Bewirtschaftungsereignissen, um dann eine Abschaltung des Windrades vorzunehmen, das entspricht nicht der landwirtschaftlichen Realität. Das ist beispielsweise bei Ernteverfahren vollkommen unpraktikabel. Genauso auch die pauschale Auflage im Umkreis von 300 Metern, um ein Windrad keine Ernteprodukte zu lagern. Das ist unbestimmt praxisfern und ein Eingriff in das Eigentum und aus diesem Grunde nicht akzeptabel. Vielmehr ist es eine Verantwortung für den Betrieb des Windrades und deswegen sollte es eine Auflage für den Windenergieanlagenbetreiber sein, diese Regelung zu erfüllen und dann eine Vereinbarung mit dem Landwirt darüber zu treffen, wie eine Regelung vor Ort stattfinden kann. Zum Abschluss zu den Artenhilfsprogrammen haben wir die Erwartung, dass diese dann auch in enger Kooperation und enger Abstimmung mit den Landwirten umgesetzt werden. Dankeschön. Dankeschön, Herr Pingen. Und wir machen sofort weiter mit dem Herrn Krüger vom NABU. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier heute nochmal Stellung zu nehmen. Nach vielen, vielen Wochen der intensiven Diskussion über die einzelnen Gesetzgebungsvorhaben aus dem Osterpaket und den anderen Paketen ist es, denke ich, jetzt wichtig und an der Zeit, sich die einzelnen Themen nochmal genauer anzusehen und zu gucken, wird diese Zielrichtung, die eingeschlagen werden soll, erreicht. Als NABU unterstützen wir und befürworten wir das Ziel und die Zielsetzung all dieser Paketlösungen für den beschleunigten Ausbau der Windenergie und der erneuerbaren Energien absolut und zu 100%. Es geht uns hier um einen naturverträglichen Ausbau
den wir erreichen wollen. Und ich möchte im Hinblick auf das BNHG noch mal daran erinnern, dass das nur ein kleiner Teil sein kann. Denn ganz wesentliche Planungshemmnisse, die in der Vergangenheit dazu geführt haben, dass der Zubau so zusammengebrochen ist, liegen an Wettbewerbsgestaltungsfragen, liegen an Planungsbehörden und ihrer Ausstattung mit Personal, liegen an der Flächenbereitstellung und all dieser Dinge, die heute nicht im BNHG geregelt werden, sondern versucht werden, in anderen Themenbereichen und in anderen Politikfeldern auf den Weg zu bringen. Von daher glauben wir, dass diese BNHG-Änderung nur ein wichtiger Schritt sein kann. Schaut man sich die vorgeschlagenen Änderungen an, so sehen wir schon, dass es in die richtige Richtung geht. Auf der einen Seite die Vorschläge für Standardisierungen im Umgang mit dem Artenschutzrecht. Und auf der anderen Seite, weil jeder Zubau von erneuerbarer Energie immer mit einer Belastung verbunden sein wird, auf der anderen Seite eben der Weg in die Artenhilfsprogramme, um den Zustand von Populationen insgesamt zu verbessern. Denn das sollten wir nicht aus dem Blick verlieren, ist ja eigentlich die große Herausforderung, nämlich die Klimakrise und die ökologische Krise gemeinsam zu bekämpfen. Die Artenschutzregeln, die wir heute zum Teil und die in einigen Statements zum Teil als Planungsverhinderung oder Verlangsamung angesprochen worden sind, haben ja ihren Grund darin, dass die Populationen eben so zusammengebrochen sind, wie sie in den vergangenen Jahren zusammengebrochen sind. Wir sehen die vorgeschlagenen Änderungen im Einzelfall leider eben nicht in der Situation, dass sie die Beschleunigung, die sie erreichen wollen, wirklich erreichen können. Denn wir haben klare Vorschläge und klare Regelungsvorschläge, die an mehreren Stellen im Widerspruch zum EU-Naturschutzrecht stehen. Hier drohen lange Klärungsprozesse für Projektierer und für Behörden. Und das gilt zum Beispiel für die als abschließend deklarierte Liste der kollisionsgefährdeten Vogelarten, die fehlende Ableitung der Abstandswerte, was das Fachliche angeht, und das fehlende Monitoring des Verschlechterungsverbots. Darüber hinaus geht es uns um die Frage der Regelungsvorschläge für die Zumutbarkeit von Vermeidungsmaßnahmen. Hier wird deutlich zu weit gegangen. Es geht um die Öffnung der Landschaftsschutzgebiete und um die fehlenden Kriterien und die fehlenden Fristen für die Artenhilfsprogramme. Das ist ein Schuss noch ein bisschen ins Blaue. Hier muss dringend nachgebessert werden, damit wir es schaffen, die mit dieser Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes nicht auf der einen Seite Artenschutz und Naturschutz deutlich zu verändern, deutlich zu schwächen und auf der anderen Seite die Beschleunigungswirkung, die wir alle brauchen, nicht wirklich zu erreichen. Damit hätten wir einen Bärendienst all denen geleistet, die hier auf dem Weg sind, das voranzubringen und Artenschutz und Klimakrise gemeinsam zu lösen. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön, Herr Krüger. Und als nächstes die Frau Heidebruck. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, Herr Staatssekretär, meine Damen und Herren, auch ich bedanke mich für die Einladung und die Gelegenheit, hier Stellung zu nehmen. Wir als Bundesverband Windenergie begrüßen die mit dem Gesetz verbundene bundeseinheitliche Standardisierung ganz ausdrücklich. Wir denken, das ist notwendig, um Abweichungsbefugnisse und Ermessensspielräume einzuschränken. Entgegen den Annahmen meiner Vorredner sind artenschutzrechtliche Belange sehr wohl laut FA Wind mit Abstand der Hauptgrund für Vorhabensversagen. Es handelt sich aber hierbei nicht um einen grundsätzlichen Konflikt zwischen Artenschutz und Windenergie, sondern ganz häufig um einen vorgeschobenen. Von daher sehen wir hier die Notwendigkeit verbindlicher Regeln. Wir brauchen eine Vereinfachung, Beschleunigung und Standardisierung im Genehmigungsverfahren und hier insbesondere im Artenschutz. Ist dies nicht der Fall, wird die Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes dazu beitragen, dass wir die Klimaschutzziele nicht erreichen können. Das Gesetz enthält zahlreiche undefinierte Begriffe unserer Ansicht nach, die erneut Interpretationen zulassen. Daher brauchen wir dringend eine Anpassung. Erstens möchten wir eine Berücksichtigung der Vorgaben der EU-Kommission vom 18.05., die vorgibt, dass nur das absichtliche Töten von Relevanz sein soll. Die EU-Kommission betont ausdrücklich, dass das unbeabsichtigte Töten oder Stören ausdrücklich toleriert werden kann, wenn es sich um Projekte der erneuerbaren Energien handelt. Ein Nullrisiko ist hier eindeutig nicht notwendig. Zweitens sehen wir, dass die geschlossene Liste eindeutig rechtskonform und geboten ist. Das Bundesverwaltungsgericht hat das bereits im Jahre 2016 bestätigt, dass eine Beschränkung auf planungsrelevanten durchaus geboten ist. Wir würden uns aber wünschen, dass die Liste auf die Arten der UMK-Liste angepasst wird, und zwar sowohl in Bezug auf Arten und auf Prüfradien. Wir dürfen keine Verschlechterung des Status quo erreichen. Insbesondere möchte ich darauf hinweisen, dass sämtliche kollisionsgefährdeten Arten
sich derzeit in einem sehr guten Erhaltungszustand befinden bzw. eine positive Entwicklung in den letzten Jahren genommen haben, sodass wir nicht davon ausgehen können, dass wir hier einen großen Konflikt haben. Als dritten Punkt möchte ich mich auf die Definition des Nahbereichs und des zentralen Prüfbereichs hinweisen. Der zentrale Prüfbereich darf nicht zum Tabubereich werden, sondern muss eben Prüfbereich sein, damit wir hier keine Verhinderung von Projekten erfahren. Wir brauchen immer eine Einzelprüfung und dürfen nicht in die Ausnahme gedrängt werden, weil die Ausnahme durchaus keine Rechtssicherheit bringt. Der vierte Punkt bezieht sich auf das Repowering. Wir begrüßen den Paragraphen 16b des BImSchG und würden uns aber wünschen, dass er auf sämtliche Repowering-Projekte anwendbar ist. Wir halten die Einschränkungen der Anwendbarkeit auf unbestimmte Rechtsbegriffe, wie zum Beispiel sensible Gebiete, bedeutsame Dichtezentren, landesweit bedeutsame Ansammlungen. Da haben wir wieder unbestimmte Rechtsbegriffe. Und wir möchten nicht, dass diese dazu führen, dass Vorhaben erneut verzögert werden und das Repowering hier beschränkt wird. Dankeschön. Danke, Frau Heidebruck. Und last but not least, der Herr Wessel vom BUND. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Das Schöne als Letzter ist, man braucht viele Dinge nicht zu wiederholen, die schon gesagt worden sind. Auch wir unterstützen selbstverständlich das Ansinnen, die Energiewende zu beschleunigen. Nur grüner Strom ist erst dann grüner Strom, wenn er naturverträglich und bürgernah produziert worden ist. Ansonsten perpetuieren wir nur die Fehler der Vergangenheit. Wir haben ein bisschen Probleme mit diesem Gesetzentwurf, weil er aus unserer Sicht heraus das Kernproblem der Beschleunigung nicht erfüllt. Denn die wesentlichen Ursachen der Verzögerung liegen an ganz anderen Stellen, liegen in teilweise lokalpolitischen Entscheidungen gegen einen aktiven Ausbau. Was habe ich von einem Windvorranggebiet, wenn dann anschließend eine Regel erlassen wird, die Anlagen, die drinstehen, dürfen nicht höher als 100 Meter sein. Schönen Gruß nach Sachsen. Fehlende Behördenkapazitäten und die fehlende Koordination zwischen den Behörden. Es ist durchaus machbar, dass sich drei Kartierer für drei unterschiedliche Vorhaben in der Region auf einer Fläche zur gleichen Art treffen. Das ist natürlich absurd. Ja, das ist weder dem Bürger zu vermitteln, noch ist es sachlich angemessen. Es kommt zu Verzögerungen in Genehmigungsverfahren durch qualitative Mängel in den Unterlagen, fehlende Standards zur Beurteilung der Umweltauswirkungen und vor allen Dingen auch mangelnden Vollzug. Denn am Ende ist es genau so, die Windkraft ist nur ein winziges Puzzleteil in der Gesamtbelastung von Arten und an vielen Stellen gar nicht der ausschlaggebende. Wir brauchen aber ein stabiles, kontinuierliches Schützen unserer Arten. Und in dem Moment, wo das nicht gewährleistet ist, dadurch, dass zum Beispiel die Eingriffsregelung völlig fehlläuft, dadurch, dass die Vermeidungsmaßnahmen, dadurch, dass vorgezogene Artenhilfsmaßnahmen auch bei der Windkraft sehr häufig einfach wirkungslos bleiben, solange kommen wir an der Stelle nicht weiter. Wesentlicher Punkt ist auch, die Windkraft, alle Studien sagen das, die Windkraft kann naturverträglich auf durchschnittlich 2% ausgewiesen werden und umgesetzt werden. Wir fragen uns, warum die Änderungen des Bundesnaturschutzgesetzes dann die gesamte Bundesfläche umfassen müssen und warum sie nicht restriktiv auf diese 2%, durchschnittlich 2% orientiert sind, dort entsprechend ausgestaltet sind und dann entsprechend weitergehen können. Das betrifft sowohl die Frage der Signifikanz, denn es geht ja an der Stelle tatsächlich nicht darum, nur die gefährdeten Arten zu schützen, sondern vor allen Dingen überhaupt Schäden zu vermeiden. Da muss man nicht erst abwarten, bis es eine Art schlecht geht. Das machen Sie ja, wenn Sie ein Dach haben, auch nicht, dass Sie erst warten, bis es durchregnet. Die Artenhilfsprogramme müssen spätestens bis Ende 2023 ihre Funktion aufnehmen können, inklusive einer konsequenten Flächensicherung, weil ansonsten das Gesetz völlig ins Leere läuft. Sie haben Rechtsfolgen im Gesetz stehen, die einfach überhaupt gar nicht zum Tragen kommen können, wenn es faktisch keine Artenhilfsprogramme gibt, die diese Funktion erfüllen. Und es braucht natürlich den Blick auf die lokale Population, weil es nicht sein kann, dass man versucht, irgendwie in Baden-Württemberg Schreiadler auszugleichen, wenn es denen in Mecklenburg-Vorpommern schlecht geht. Das geht rein schon biologisch nicht, weil die Art da einfach nicht vorkommt. Also da ist einiges an Überarbeitungsbedarf an der Stelle. Dann braucht es tatsächlich die konsequente Zusammenführung der Daten, die aus allen Genehmigungsverfahren da sind. Dann werden wir schneller, dann brauchen wir nicht Doppelt- und Dreifacherhebungen machen und die Behörden können vernünftig arbeiten. Am Ende haben wir nämlich keine Krise des Artenschutzes. Wir haben auch kein Problem des Artenschutzrechts in Deutschland, sondern wir haben ein Governance-Problem. Wir haben ein Problem von Verwaltungsführung, von Führung von Unterlagen. Wir haben ein Problem in der praktischen Umsetzung. Mit Artenschutz im engeren Sinne hat das überhaupt gar nichts zu tun. Herzlichen Dank. Danke, Herr Wessel. Vielen herzlichen Dank an alle Sachverständigen, die sehr gut in der Zeit geblieben sind. Und wir kommen in die Frage-Antwort-Runde und starten mit der Kollegin Dr. Kersten. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Sachverständige. Ich würde mich gerne in die jeweiligen Ausführungen anschließen und würde Herrn Professor Gellermann Folgendes fragen.
Sehen Sie mit dieser Gesetzesänderung die Ursachen der Verzögerung von Planungsverfahren für Windkraftanlagen beseitigt und führen die Ausführungen zu mehr Rechtssicherheit für die Planungspraxis? Ja, vielen Dank, Frau Dr. Kersten. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Dieses Gesetz erschwert den Verwaltungsvollzug. Wir haben im Grunde genommen eine wirkliche Vereinfachung. Das ist die Konkretisierung des Signifikanzbegriffs. Der Entwurf geht davon aus, dass die Behörden Abstände identifizieren zwischen einem Horst und dem Standort einer Windenergieanlage. Das kann man mit dem Zollstock, mit dem Metermaßband messen. Das konkretisiert den Signifikanzbegriff ganz deutlich und ist sehr hilfreich für die Praxis. Wenn ich mir dann aber als Gegenbeispiel ansehe, dass Verwaltungsbehörden im Hinblick auf die Zumutbarkeit von Vermeidungsmaßnahmen anhand der Anlage 2 und der dort enthaltenen Formeln künftig berechnen sollen, ob hier je nach Standort 8% des Jahresenergieertrages überschritten werden durch Abschaltungen oder 6%, das wird der Regelfall sein, dann frage ich mich, ob man durch solche Regeln nicht eigentlich den Vollzug des Gesetzes, den Vollzug des Artenschutzes einfach nur erschwert, neue Prüfungsaufgaben den Behörden gibt und damit die Verfahren auch in die Länge zieht. Wir haben im Übrigen gehört, nicht von mir, aber Frau Heidebrock hat es beispielsweise angesprochen, Sie haben es angesprochen, es gibt da neue unbestimmte Rechtsbegriffe. Am schönsten finde ich die ökologisch sensiblen Gebiete, die durch weitere unbestimmte Rechtsbegriffe definiert werden. Was ist ein Schwerpunktvorkommen? Wer definiert das eigentlich? Ich kann mir da im Moment nichts darunter vorstellen, weil es nicht untersetzt ist, weil wir keine Kriterien haben. Ich weiß zum Beispiel, in Thüringen gibt es das Schwerpunktvorkommen Mäusebussard, eine Art, die in hohem Maße windkraftempfindlich ist, aber natürlich in den Listen gar nicht vorkommt. Wenn ich das anwende, allgemein im Bundesgebiet, dann bauen wir keine weiteren Windenergieanlagen mehr, bezogen auf den Mäusebussard. Also mit anderen Worten, es lässt sich weiter ausführen. Das Gesetz beinhaltet schon in sich erhebliche Schwierigkeiten für den Vollzug. Und was dann eben noch hinzukommt, das ist ja gar nicht thematisiert worden. Ich habe es in meiner schriftlichen Stellungnahme mal angesprochen. Wir haben ein Grundgesetz. Ich bin Jurist. Für mich ist das Grundgesetz etwas ganz Besonderes und auch bedeutsam. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen so ist. Wir haben da eine selbstständige Bundesoberbehörde, die soll künftig Aufgaben übernehmen in der Erstellung und Durchführung von Artenhilfsprogrammen. Wir gucken mal in den 87b Absatz 2 des Grundgesetzes hinein. Da stellen wir fest, der Bund darf das, wo er eine Gesetzgebungskompetenz, die hat er. Einen Satz vielleicht zum Schluss noch. Das Bundesamt für Naturschutz ist gar nicht imstande, ohne Unterbau die Aufgaben zu erledigen. Hilft auch nicht. So, noch ein bisschen Zeit, ja, Frau Kersten. Danke sehr. Ich würde gerne an Frau Dr. Hess noch die Frage stellen, wie gehen wir um mit bestimmten anderen Arten, die nicht in dieser Art der Brutvögelliste mit vorkommen? Also ich komme aus Sachsen-Anhalt. Wie ist es mit der Großtrappe und wie ist es mit den Fledermäusen? Könnten Sie uns dazu was sagen? Frau Hess. Der bisherigen Logik des Gesetzes wäre es so, dass im Grunde für diese Arten ein Prüfverbot besteht. Das ist natürlich unter unionsrechtlichen Gesichtspunkten nicht bedenkenfrei. Der EuGH hat zuletzt in seinem Urteil vom 4. März 2021 zu einem schwedischen Fall im Grunde klargestellt, dass eine nationale Regelung, die Prüfverbote für Arten enthält, im Grunde mit dem Unionsrecht nicht vereinbar ist. Ganz konkret für die Großtrappe hieße dies, die Großtrappe kann nicht überprüft werden. Eine weitere Merkwürdigkeit in dem Zusammenhang ist aus meiner Sicht, dass der Signifikanzbegriff letzten Endes ausschließlich für Brutvogelarten konkretisiert werden soll, während die Ausnahmebestimmungen im neuen § 45b für alle Arten gelten sollen, also über die Brutvögel hinaus, auch für Fledermäuse beispielsweise und sonstige Arten, die vom Betrieb der Anlagen betroffen sein können. Auch für diese Differenzierung wird es wohl in der Praxis, das wird gewisse Schwierigkeiten geben, bereits deshalb, weil die Behörde dann zwei unterschiedliche Ausnahmeprüfungen machen muss. Sie muss nämlich für bestimmte Arten macht sie eine Ausnahmeprüfung nach § 45b und für andere Arten macht sie eine Prüfung ganz normal nach dem bisherigen Maßstab des § 45 Absatz 7.
Danke, Frau Dr. Hess. Wir kommen zur CDU und das Wort hat der Abgeordnete Mack. Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich möchte gerne den Herrn Liebing befragen. Und zwar haben wir ja jetzt gesehen, dass hier zu dieser Umsetzung des Gesetzes größte Rechtsbedenken ja noch insgesamt bestehen. Also macht es ja auch Sinn, sich vor allem mal auf die bestehenden Windkraftflächen zu beziehen und das Repowering zu ermöglichen. Das steht ja auch im Koalitionsvertrag der Ampel so drin. Wird der Gesetzentwurf denn diesem Anspruch gerecht, dass hier schnell etwas passieren kann? Herr Liebing. Vielen Dank. Repowering sollte unserer Auffassung nach ein wesentlicher Baustein der Ausbaustrategie für die Windkraft sein, weil auf weniger Fläche mit weniger Anlagen ein deutliches Mehr an Energie erzeugt werden kann. Und deswegen sollten wir auch genau hinschauen, ob das, was jetzt geregelt wird, diesem Ziel, Repowering zu befördern, auch gerecht wird. Ich will nur ein Beispiel nennen eines großen Repowering-Projektes aus Sachsen-Anhalt. Da ist die Anlagenzahl von 50 auf 17 reduziert worden und gleichzeitig aber das Sechsfache an Energie gewonnen worden. Das heißt, Repowering gibt schon Sinn und es muss ein wesentliches Element sein. Wir plädieren aber dafür, auch die positiven Effekte von Repowering stärker mit zu berücksichtigen. Also die Reduzierung der Anlagenzahl, der größere Rotordurchgänge, die Flügel drehen sich langsamer und dadurch reduziert sich auch das Kollisionsrisiko mit Vögeln. Ich will drei Punkte nennen, wo wir noch Nachbesserungsbedarf beim Repowering sehen. Das heißt, erstens, neben der Anzahl und der Höhe und Rotorfläche muss auch die Flughöhe der Tiere mit berücksichtigt werden, weil eben nicht eine höhere Anlage gleichzeitig ein höheres Risiko für Vogelkollisionen bedeutet. Es gibt eben Vögel, Eulen, die fliegen gar nicht so hoch. Da ist es völlig egal. Ganz im Gegenteil, wenn die Flügel höher sind, dann reduziert das eher die Gefahr des Vogelschlages. Das sollte im positiven Sinne mit berücksichtigt werden. Es war auch schon die Rede vom § 16b Bundesemissionsschutzgesetz. Dieser Paragraph oder der Vorschlag des Gesetzes sieht vor, eine Ankopplung der Regelungen fürs Repowering an diesen Paragraphen 16 BImSchG-Gesetz. Da heißt es aber, dass die Grundlage für die Bewertung der Repowering-Vorhaben nach Bundesemissionsschutzgesetz an der Identität des Anlagenbetreibers anknüpft. Das heißt, dann, wenn mit dem Repowering-Vorhaben der Anlagenbetreiber wechselt, dann, was oftmals der Fall ist, dann ziehen nicht die Erleichterungen, die vorgesehen sind. Deswegen sollten auch die Repowering-Vorgaben des Gesetzes auch für die Vorhaben gelten, die nicht unter § 16b BImSchG-Gesetz fallen. Und der dritte Punkt ist, dass die Regelung, wie im Gesetzentwurf vorgesehen, dass die Erleichterung für Repowering nur für besonders sensible Gebiete gelten, dass es für uns auch nicht in besonders sensiblen Gebieten gelten sollten, für uns nicht nachvollziehbar. Ohnehin sehen wir das Problem dieses Begriffes der sensiblen Gebiete. Das ist rechtlich nicht definiert und neue unbestimmte Rechtsbegriffe hier einzuführen, das hilft nicht dem Ziel der Rechtssicherheit. Jetzt haben wir ja unterschiedliche Prüfmaßstäbe, je nach Entfernung zur Brutstätte von Vögeln auch. Macht es aus Ihrer Sicht Sinn? Ich denke, die Stadtwerke sind ja diejenigen, die am Ende das Ganze auch umsetzen müssen. Das kann man natürlich machen mit unterschiedlichen Prüfmaßstäben, aber es ist natürlich die alte Methodik, die hier angewandt wird. Und besonders kritisch sehen wir, dass in dem engsten, im engsten Bereich, das faktisch zu einem Ausschluss von Windkraft führt, faktisch ein Tabubereich wird. Und dass der zentrale Prüfbereich eine Beweislastumkehr enthält. Das heißt, da wird als Regelfall angenommen, dass es ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko gibt, das dann erst widerlegt werden muss, was wir befürchten, dass es kaum möglich sein wird. Und deswegen ist die Sorge, dass diese beiden Verschärfungen eher dazu führen, dass die Potenziale des Ausbaus der Erneuerbaren eben nicht geschöpft werden können mit dieser Novelle. Das würde bedeuten, das sind dann aber auch teilweise Anlagen, die genehmigungsfähig wären, sich im Moment in der Pipeline befinden, aber noch nicht realisiert sind. So ist es, für die gilt das dann auch. Ja.
Danke. So, das war jetzt sehr zeitökonomisch. Wir haben auf die Worterteilung verzichtet. So, als nächstes hat der Abgeordnete Ebner das Wort. Das bin ich selber, muss ich auf die Zeit achten. Meine Frage richtet sich an den Herrn Krüger vom NABU. Sie hatten Anforderungen an Monitoring und Evaluierung von Erhaltungszuständen und Populationsentwicklungen ja erwähnt. Was genau ist aus Ihrer Sicht denn da erforderlich, um auf mögliche negative Effekte auch auf einzelne Arten mit wirksamen Maßnahmen reagieren zu können? Und ich würde gern gleich eine zweite Frage anschließen aus Gründen der Zeitökonomie. Inwieweit berührt denn dieser Gesetzentwurf Ihrer Ansicht nach den Umgang mit artenschutzrechtlichen Prüferfordernissen hinsichtlich erheblicher Störungen der jeweiligen Vogelarten? Ja, vielen Dank für die beiden Fragen. Beim Monitoring der Arten geht es uns ganz klar darum, dass wir sagen, okay, wir haben in dem Gesetzentwurf eine Mechanik jetzt aufgebaut, wo es heißt, die Verschlechterung der Population wird als nicht gegeben angenommen. Man orientiert sich da am Bestandstrend und an Gefährdungsdaten, im Wesentlichen an der aktuellen roten Liste. Wenn man sich dann aber mal anschaut, auf welcher Basis diese Einschätzungen erfolgen, dann sind es bei der Roten Liste aus 2016 Vogeldaten, die eben zwischen 2004 bis 2016 erhoben worden sind. Das heißt, das sind Daten, die sind 6 bis 10, 15 Jahre alt. Und wenn wir jetzt einen beschleunigten Zubau sehen und wir verhindern wollen, dass uns eben einige der Populationen im Zweifel nach unten wegrauschen, dann muss es sichergestellt sein, dass wir diese Art von Bestandstrendserfassung in einem regelmäßigen und einigermaßen kleinen Abstand machen. Unsere Forderung ist hier etwas zwischen 5 und 8 Jahren. Wir haben ja alle 6 Jahre die Berichtspflicht nach der Europäischen Vogelschutzrichtlinie. Da könnte man sich anschließen. Wir müssen ja verhindern, dass wir gerade bei den seltenen Arten, wir haben ja nicht nur Arten, die weit verbreitet sind in dieser 15er Liste, sondern wir haben Arten wie den Schreiadler, wie die Kornweihe, wie die Sumpfeule. Gerade bei den beiden letzten Arten können wir inzwischen fast jeden einzelnen Brutplatz einzeln aufsuchen, weil die so selten geworden sind. Da müssen wir schon auch schnell reagieren können, wenn es sich zeigt, boah, da ist doch was ins Rutschen geraten, die Population sackt uns weg und wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht irgendwie 10, 15 Jahre so weitermachen. Das halten wir dann auch für nicht geeignet, um die Europäische Vogelschutzrichtlinie umzusetzen. Das Zweite war ja die Frage nach dem Umgang mit den Störungen. Dazu sagt der Gesetzentwurf ja ausdrücklich erstmal nichts. Und das ist auch gut so. Wir haben natürlich bei den 15 Arten auf der abschließenden oder als abschließend gekennzeichneten Liste 5 Arten mindestens, die auch als hochstörungsempfindlich gelten. Hier muss nach dem, was das Gesetz momentan sagt, genauso weiter geprüft werden wie vorher. Dankeschön. Sie sind auch auf die Landschaftsschutzgebiete eingegangen. Deshalb wollte ich da noch mal nachhaken, wie Sie diese Öffnung bewerten und welche konkreten Steuerungselemente aus Ihrer Sicht sinnvoll wären, um ausufernde, ich sag mal, Fehlentwicklungen zu vermeiden, um eine Kongruenz mit anderen Steuerungslogiken aus Wind-an-Land-Gesetz zu erreichen. Wir halten diese Frage und dieser Mechanismus, der da jetzt aufgebaut wird für die mögliche Öffnung von Landschaftsschutzgebieten, das halten wir wirklich für bemerkenswert. Denn hier wird ja ein Schutzgebiet geöffnet, soll geöffnet werden. Da gibt es einen Schutzzweck, der eigentlich dahinter steht. Und wir haben in Kombination mit dem Wind-an-Land-Gesetz quasi eine Inzentivierung des in die Schutzgebiete hineinplanens. Weil wenn mich auf der anderen Seite im Wind-an-Land-Gesetz ja den Fortbestand der pauschalen Abstandswerte, wie wir sie aus Bayern kennen und wie wir sie in Teilen aus NRW und anderen Bundesländern kennen, den Fortbestand haben wir gewährleistet. Das heißt, die Länder müssen also pauschale Abstandswerte erst dann wirklich angreifen, wenn sie es nicht schaffen, auch über die Planung in Landschaftsschutzgebiete hinein ihre 2% im Durchschnitt zu erreichen. Wir halten das für einen absoluten Fehleinreiz und wir sehen auch eine ganze Menge Schwierigkeiten dabei auf uns zukommen, wenn es um den Erhalt der Schutzgüter geht. Und deswegen schlagen wir vor und fordern ein, dass wir auch das überragende öffentliche Interesse für den Schutz und die Erhaltung der Biodiversität und der Ökosysteme brauchen. Es sind im Wesentlichen diese beiden Schutzziele des Bundesnaturschutzgesetzes, von denen wir sagen, die müssen ebenfalls im überragenden öffentlichen Interesse sein, damit auf der Abwägungsebene da nicht zu viel in die falsche Richtung läuft. Vielen herzlichen Dank. Die restlichen 22 Sekunden schenken wir uns an der Stelle. Und dann ist die Frau Harzer von der FDP dran.
Jetzt. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Frau Heidebrück. Frau Heidebrück, in Ihrer Stellungnahme fordert der BWE die ergänzende Klarstellung, dass nur die absichtliche Tötung oder das Verletzen von wildlebenden Tieren verboten werden und das beiläufige Töten, Verletzen einzelner Exemplare keinen Verstoß darstellen sollen. Welche einschränkenden Folgen hätte es für den Ausbau der Windenergie und allgemein der erneuerbaren Energien, wenn die aktuelle Fassung unverändert bliebe? Und wie schätzen Sie die etwaigen europarechtlichen Bedenken gegen die Umsetzung Ihrer Änderungswünsche ein? Ja, vielen Dank für die Frage. Die Änderung, die wir eingebracht haben, kommt ja aus dem Europarecht. Die Europäische Kommission hat am 18.05. das eben klargestellt, dass nur das absichtliche Töten relevant sein soll, also beziehungsweise sie hat die Mitgliedstaaten dazu aufgefordert, das in die Gesetzgebung aufzunehmen. Und das bedeutet eben, dass ein zufälliges Töten, ein zufälliger Schlagopfer, wie wir in allen anderen Bereichen ja auch durchaus in Kauf nehmen. Wenn man insbesondere den Rotmilan anguckt, der ja sich so zum Wappentier der Windkraftgegner irgendwie so ein bisschen herauskristallisiert hat, nicht zuletzt, weil ihn auch jeder kennt, dann hat er ganz andere Überlebensrisiken, die viel, viel größer sind. Und das sind Fressfeinde, Vergiftungen, Straßenverkehr, Stromleitungen. Und niemand würde auf die Idee kommen, das zu verbieten, vollkommen zu verbieten, da ein Nullrisiko zu fordern, nur weil der Rotmilan daran zu Tode kommt. Also von daher denke ich, es wäre ein entscheidender Fortschritt für den Ausbau der Windkraft, wenn wir hier nur das absichtliche Töten berücksichtigen würden. Danke, Frau Harzer. Zweite Frage richtet sich an den Herrn Pingen vom Bauernverband. Herr Ping, Sie lehnen den § 45 Absatz 10, die Verbote und Anzeigepflichten für Landwirte gegenüber den Windenergieanlagenbetreibern grundsätzlich ab. Sie haben vorhin schon mal ein Stück weit dazu ausgeführt. Ich würde Sie bitten, dass Sie das vielleicht noch ein Stück ausführlicher machen und uns vielleicht eine Alternativregelung zu der vorgeschlagenen vorschlagen. Dankeschön. Herr Pingen. Vielen Dank, Frau Harzer, für die Frage und die Möglichkeit, das noch mal etwas genauer auszuführen. Ich glaube, das Problem ist aus Sicht der Landwirtschaft, dass hier die Verantwortung, die eigentlich der Windenergieanlagenbetreiber hat, der hier ja eine Sonderregelung in Anspruch nimmt, dass die Durchsetzung dieser Maßnahme alleine bei der Landwirtschaft abgeladen wird. Und wir sehen hier eher den Windenergieanlagenbetreiber in der Verantwortung zur Einhaltung einer bestimmten Regelung. Aber es gibt ja ein Vertragsverhältnis, zumindest mit einem Teil der Landwirte, die in einem engeren Radius sind. Und aus unserer Sicht wäre es beispielsweise in so einer Vereinbarung, wo es auch um Pachtflächen geht, dass man dort dann spezielle Regelungen trifft, die dann standortbezogen sind, spezifisch für die jeweilige Situation angepasst sind und dann halt auch die Details regeln können. Weil wir haben ja sehr unterschiedliche Situationen, auch unterschiedliche Agrarstrukturen, insofern auch sehr unterschiedliche Regelungen, die man nicht pauschal in einem Bundesgesetz regeln kann und wie gesagt auch nicht in der Verantwortung des Landwirts liegen kann, dass diese Sonderregelung, die artenschutzrechtliche Sonderregelung dann, die ja genehmigungsrelevant ist, dann vollzogen wird. Also insofern eine privatwirtschaftliche Vereinbarung zwischen Windenergieanlagenbetreiber und Landwirt ist hier sicherlich sinnvoll. Das Zweite ist problematisch, ist, dass mit der Regelung 300 Meter Abstand zur Windenergieanlage dann auch noch Landwirte betroffen sind, die gar nicht in der Vereinbarung mit dem Windenergieanlagenbetreiber sind. Das halten wir auch nicht für umsetzbar, dass quasi Nichtbeteiligte dann Anzeigepflichten haben und Verbote erfüllen müssen. Also insofern, die Verantwortung ist beim Windenergieanlagenbetreiber anzusiedeln und es gibt ein vertragliches Verhältnis zum Landwirt und dort sollten dann die Details geregelt werden. Es gibt im Übrigen ja in der Anlage, gibt es auch die Möglichkeit, wenn es um Ausweichflächen geht und die Anlage dieser Flächen, gibt es ja die Möglichkeit für vertragliche Vereinbarungen und eine vergleichbare Regelung sollte auch hier getroffen werden. Dankeschön. Dankeschön. Mach mal weiter, dann frage ich, ob der Abgeordnete Bleck im Netz schon redebereit ist. Er wäre jetzt dran.
Jawohl, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an die Sachverständigen für die Stellungnahmen. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage geht an den Herrn Gellermann. Die zweite Frage geht an Herrn Krüger. Und zwar die erste Frage. Herr Gellermann, Sie haben aus meiner Sicht gut herausgearbeitet, dass die Bundesregierung mit diesem Gesetzentwurf sich auf dünnes Eis begeht wegen europarechtlicher Vorschriften. Hier insbesondere im Zusammenhang, dass nur 15 kollisionsgefährdete Arten in die Liste aufgenommen wurden. Die Vogelschutzrichtlinie aber fordert, dass im Grunde genommen alle geschützten Vogelarten aufgeführt werden müssen. Für wie wahrscheinlich halten Sie für den Fall, dass dieser Gesetzentwurf so beschlossen werden sollte, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland? Und könnten Sie kurz ausführen, was das eigentlich für die geschützten Arten bedeutet, die nicht auf der Liste stehen? Dann die Frage an Herrn Krüger. Sie haben meiner Meinung nach gut herausgearbeitet, dass die Abstände zu den Windkraftanlagen von den kollisionsgefährdeten Vögeln, dass diese nicht nach artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Das würde mich noch mal genau interessieren. Und mich würde auch interessieren, was Sie dann vorschlagen. Also Sie wissen ja, dass es das Helgolander Papier gibt, der Arbeitsgemeinschaft der staatlichen Vogelschutzwarten. Also schließen Sie sich eher diesen Abständen an oder schließen Sie sich dann den Abständen dieses Gesetzentwurfs an? Vielen Dank. Danke, Herr Gellermann. Tja, die Wahrscheinlichkeit eines Vertragsverletzungsverfahrens zu beurteilen, ist ein schwieriges Unterfangen, weil ich nicht im Kopf der Kommission drin sitze. Allerdings würde ich sagen, gerade die Reduzierung des Spektrums der kollisionsempfindlichen Arten ist ein ganz massiver Einschnitt. Das europäische Recht hat ja ohnehin nur den Absichtsbegriff, der hier immer wieder auftaucht. Also es ist ja immer nur absichtliche Tötung, unionsrechtlich zu unterbinden. Und die Kommission hat selber in den Empfehlungen, aber auch in der RED-2-Richtlinie, die im Entwurf vorliegt, ja schon deutlich gemacht, wann eine Handlung nicht absichtlich ist. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn man wirksame Vermeidungsmaßnahmen ergreift. Das steht nämlich, wird leider immer unterschlagen, in den Kommissionsunterlagen drin. Also wenn der Gesetzentwurf so käme, wie er jetzt aussieht, hat er erhebliche unionsrechtliche Probleme. Und es sind ja schon Beschwerdeverfahren wegen des geltenden Bundesnaturschutzrechts anhängig. Die Kommission könnte das aufgreifen und ein weiteres Verfahren einleiten. Die Bundesrepublik hat schon zwei weitere Verfahren derzeit beim EuGH liegen. Danke, Herr Krüger. Ja, was die Frage der fachlichen Basis für die im Gesetzentwurf vorhandenen Abstandswerte angeht, sehen wir es tatsächlich kritisch, dass die so massiv von dem, was wir bisher aus der Fachwelt kennen, abweichen. Sie haben angesprochen, das Helgoländer Papier, das inzwischen gut 10, fast 15 Jahre alt ist und wo sich sicherlich im Rahmen von Forschung und von Monitoring und von Telemetrie und von all diesen ganzen Dingen zusätzliche Erkenntnisse ergeben haben, die man in eine fachliche Grundlage hätte einfließen lassen können und beispielsweise durch das Bundesamt für Naturschutz in einem gutachterlichen Vorgehen eine neue Basis schaffen können. Man hat hier einen Weg gewählt, wo die Werte mehr oder weniger politisch entschieden worden sind, zumindest nicht erkennbar auf einer Fachgrundlage. Wir halten das auch für problematisch im Hinblick auf das, was wir eigentlich erreichen wollen mit den Schutzzielen. Denn klar ist ja, dass wir letztlich die Ökologie und die Empfindlichkeit und die Sensitivität von Vogelarten nicht werden per Gesetz ändern können, weil auch ein Bremsweg eines Autos wird ja nicht per Gesetz geändert, sondern da ist Physik und in diesem Fall bei den Vögeln eben Biologie dahinter. Das heißt, da sehen wir große Schwierigkeiten. Dankeschön. Herr Bleck, noch eine schnelle Frage. Ja, ich wollte bei Herrn Gellermann noch mal nachfragen, weil ich hatte ja noch einen zweiten Teil der Frage gehabt. Der ist natürlich dann untergegangen. Und zwar war das die Frage, können Sie hier dem Ausschuss noch mal konkret sagen, was es eigentlich für die Arten bedeutet, die eben nicht in der Liste drin sind, wenn dieses Gesetz so kommt? Herr Gellermann. Also für die kollisionsempfindlichen Arten kann man sagen, das ist auch schon formuliert worden, dass die von der Behörde nicht mehr geprüft werden. Und wenn sie nicht mehr geprüft werden, dann sind behördliche Entscheidungen deswegen angreifbar, wenn eine Art, die nicht in der Liste steht, einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko ausgesetzt wird. Das wird gerichtliche Verfahren geben, nehme ich an. Danke. Herr Bleck, Rest der Zeit lassen wir. Ja, also das reicht mir. Danke für die erste Runde. Dankeschön, dann gehen wir weiter. Wir bleiben im Netz beim Kollegen Lenkert von der Linksfraktion. Der ist auch da, ich sehe ihn. Hallo.
Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank an die Sachverständigen. Meine Frage geht an Herrn Wessel. Sie haben ja vorhin schon ausgeführt, dass es weitere Ursachen gibt für die Verzögerung von Planungs- und Genehmigungsverfahren bei der Errichtung von Windkraftanlagen. Könnten Sie mal noch tiefer darauf eingehen und welche Verbesserungen da aus Ihrer Sicht notwendig wären? Herr Wessel. Ja, ganz herzlichen Dank. Der erste momentan gravierendste Punkt, wenn mich die Projektierer richtig informiert haben, sind vor allen Dingen, es fehlen die Bauteile. Wir haben weder die Kräne noch die Elektronik noch viele andere Dinge, die gebraucht werden, um möglichst schnell möglichst viele Anlagen zu bauen. Und es sieht auch nicht so aus, als würde das innerhalb des nächsten Jahres sich als Problem lösen. Ich glaube, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist tatsächlich der Mangel an Personen, sowohl beim Bundesamt für Naturschutz als auch bei den Behörden, sowohl in den Planungs- als auch in den Genehmigungsbehörden als auch in den Naturschutzbehörden. Der Bundesverband Beruflicher Naturschutz schätzt, dass momentan rein für den Fachnaturschutz über 1000 Stellen unbesetzt sind, die uns fehlen. Jetzt hätte ich für die Planungs- und Genehmigungsbehörden natürlich mal eine Idee, was man machen könnte, um mehr Personal zu kriegen. Man könnte nämlich einfach mal aufhören, zusätzliche Bundesfernstraßen zu planen und zu bauen. Wenn man die streicht, hat man plötzlich Personal und die sind durchaus in der Lage, auch eine adäquate Prüfung der Windkraftprojekte durchzuführen. Ich glaube, das ist schon mal eine gute Chance, sowohl für den Klimaschutz als auch für den Naturschutz was Positives auf den Weg zu bringen. Und wir brauchen natürlich einen deutlich besseren Naturschutz vor Ort, weil ganz viele der Restriktionen, die kommen, kommen ja ausschließlich deswegen, weil die Arten in einem schlechten Zustand sind. Wenn eine Art entsprechend gut ausgestattet ist, dann brauche ich auch keine Gedanken mehr dazu verschwenden, weil wir an der Stelle keinen Tierschutz betreiben, sondern Artenschutz, ob ein einzelnes Tier stirbt oder nicht. Das fällt mir natürlich beim Schreiadler besonders schwierig, wenn wir von 150 Brutpaaren, Andreas, korrigiere mich gerne, ungefähr ausgehen in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, eigentlich eine Population brauchen von um die 500, dann fehlt jeder einzelne Vogel. Und bei den Fledermäusen, das noch viel größere Problem, wissen wir noch nicht mal, welche Maßnahmen funktionieren und welche nicht. Da hilft tatsächlich nur die Abschaltung, wetterbedingt, uhrzeitbedingt. Das sind so Instrumente, die dann auch genutzt werden müssen. Danke, Kollege Lenkert. Ja, vielleicht noch eine Nachfrage. Was empfehlen Sie dem Bundestag, wie er mit diesem Entwurf umgehen sollte? Tja, das ist natürlich die Königsfrage. Ich bin nicht der Gesetzgeber. Insofern bin ich immer ein bisschen zurückhaltend bei Empfehlungen, was das angeht. Was mir allerdings aufgefallen ist, ist, dass in einem Bundesgesetz gerade Details geregelt werden, die ich persönlich aus Bundesgesetzen so nicht kenne. Es steht ja auch nicht im Bundesfernstraßengesetz was dazu, ob die Leute im Gleichschritt über eine Brücke laufen dürfen, sondern das steht in der Bundesverkehrsordnung, so in der Straßenverkehrsordnung. Und dementsprechend ist es tatsächlich ja vielleicht die Frage, welche Dinge müssen in einem Bundesgesetz geregelt werden und welche nicht. Klar ist, sie müssen so schnell wie möglich geregelt werden. Denn eine weitere dauerhafte Verzögerung können wir uns alle nicht leisten. Die können wir uns aber auch im Artenschutz nicht leisten, weswegen wir bei den Artenhilfsprogrammen so darauf pochen, dass sie wirklich zeitnah umgesetzt werden und zwar mit in Kraft treten. Sowohl des Windanlandgesetzes als auch des Bundesnaturschutzgesetzes, weil ansonsten nicht nur die Regelungen ins Leere laufen, sondern wir auch im Artenschutz nicht weiterkommen. Dankeschön, Kollege Linkert. Okay, nächste Runde dann. Vollumfänglich zufrieden. Dann kommen wir in die zweite Runde und die beginnt wieder mit der SPD, mit dem Kollegen Träger. Vielen Dank, Herr Ebner, und vielen Dank, Herr Lenkert, dass Sie mir Ihre Minute geben. Spaß. Ja, vielen Dank an alle Sachverständigen für Ihre Ausführungen. Ich glaube, es ist ganz gut deutlich geworden, wie schwierig für uns als Gesetzgeber auch dieses Austarieren des Verhältnisses ist. Ich habe eine Anhörung im benachbarten Ausschuss der Windleute angehört. Gab es andere Ansichten und wir müssen das jetzt versuchen, alles zusammenzubringen. Und klar ist, dass wir hier natürlich über das Bundesnaturschutzgesetz sprechen und Ihre Anmerkungen da auf fruchtbaren Boden fallen. Und einige haben wir auch schon aufgenommen im Vergleich zum Referentenentwurf. Ich würde gerne noch mal versuchen, rauszuarbeiten. Eine Frage, die mir nicht so ganz klar ist. Frau Dr. Wilken, Sie haben von einer Stärkung des Populationsschutzes gesprochen im Vergleich zum Individuenschutz. Vielleicht könnten Sie da in einer kurzen Antwort noch mal darauf eingehen, damit dann der Herr Niebert auch noch Zeit hat für die Frage, die ich ihm gern stellen würde. Ein Weg kann ja sein, die Vorranggebiete für Windenergieanlagen auch sozusagen zu spiegeln durch echte Artenschutzgebiete, wo Rückzugsmöglichkeiten für die bedrohten Arten sind, damit sie sich dort dann auch wirklich erholen können. Vielleicht ist es nur ein vordergründiger Widerspruch Ihrer Ansichten, aber vielleicht
würden Sie beide darauf eingehen. Vielen Dank. Jo, Frau Wilken. Ja, danke schön für die Frage. Wir sehen es so, dass wenn die Art insgesamt erholt ist, dass es dann sozusagen für das einzelne Individuum die Rahmenbedingungen mit dem Windrad so gesetzt sind, dass wir nicht den Blick auf das Individuum haben, sondern auf die Art. Und natürlich ist es dann richtig, dass der Schreiadler trotzdem geschützt wird, weil er eben keine erholte Art ist, weil er eben gefährdet ist, weil die Population gefährdet ist. Und das widerspricht sich nach unserem Verständnis nach nicht. Und die Fragen, die aufgetaucht sind, sozusagen wie komplex die ganzen Prüfverfahren sind, das ist ja ein großer Punkt. Und wenn wir schauen auf die Population als solche, dann können wir aus unserer Sicht da auch Erleichterungen in der Prüfung erreichen. Dankeschön, Herr Niebert. Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Träger. Bevor ich die beantworte, lassen Sie mich noch eine Bemerkung vorwegschieben. Ich finde, das ist gerade eine ziemlich einmalige Situation und Chance, die Sie hier als Gesetzgeber haben. Sie haben lauter Sachverständige an einem Tisch und im digitalen Raum, die alle keinen Zielkonflikt sehen, sondern die alle auf der einen Seite Klimaschutz, Ausbau erneuerbarer Energien wollen, Ausbau der Windenergie wollen und auf der anderen Seite die biologische Vielfalt stärken wollen. Das, worüber wir uns drehen, ist die konkrete Ausgestaltung des bisherigen Rechtsrahmens und Weiterentwicklung des bisherigen Rechtsrahmens. Insofern würde ich Ihnen da den Mut zusprechen wollen, tatsächlich auch groß zu denken. Und das leitet mich über genau zu der Frage, Herr Träger, die Sie an mich gestellt haben. Ich habe es vorhin schon erwähnt, und das ist ja auch verschiedentlich hier in den Stellungnahmen deutlich geworden, das Problem auch der kollisionsgefährdeten Arten liegt auch am Windrad, aber in erster Linie an unserer intensiven Nutzung der Agrarlandschaft, am Verkehr, an Raub, dadurch, dass sie erlegt werden, an Vergiftungen. Und wo ich zu raten würde, ist tatsächlich das ganze Paket so zu denken. Und ich glaube, nur so werden wir auch eine Beschleunigung auf den Weg bekommen, die der Krise, nicht nur der Klimakrise, sondern auch dem Angriffskrieg auf die Ukraine gerecht wird, wenn wir versuchen wollen, das Ganze sektorübergreifend zu lösen. Genau deswegen würde ich dazu übergehen wollen, den Arten wirklich Rückzugsräume zu schaffen. Die Zukunftskommission Landwirtschaft, ich habe es vorhin erwähnt, will 10% der offenen Landschaft für die biologische Vielfalt zur Verfügung stellen. Deswegen meine Bitte, nehmen Sie diese Milliarde, die genau das kostet, nehmen Sie die in die Hand, stärken Sie die biologische Vielfalt in der Fläche, bieten Sie ihnen da ihren Rückzugsraum. Dann können wir tatsächlich in diesen Vorranggebieten, glaube ich, deutlich einfacher genehmigen und auch noch mal ganz anders auf die bisherigen Vorschläge zu schauen. Dann können wir da einmal prüfen und dann reingehen. Wir brauchen eben genau diese Gebiete, aber dann eben auch nicht nur für die Erneuerbaren, sondern genau die gleichen Beschleunigungen. Genau die gleichen Beschleunigungen brauchen wir dann auch für den Naturschutz und die biologische Vielfalt auf der anderen Seite. Genau dann kann das funktionieren. Und wenn es die Frage ist, Geld in die Hand zu nehmen, 1 Milliarde, das ist für den Naturschutz ist das viel Geld. In der Wasserstoffwirtschaft rechnen wir locker mit solchen Beträgen. Ich glaube, dass es das an dieser Stelle wert ist. Dankeschön, Herr Professor Niebert. Und wir kommen zur CDU mit dem Abgeordneten Mack. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde die Frage an den Herrn Pinge noch mal stellen. Wir haben jetzt viel über Artenschutz und über die Energiegewinnung gehört. Es besteht natürlich dann immer die Gefahr, dass das Ganze zulasten der Flächen auch der Landwirtschaft geht, die wir ja auch wiederum für die Ernährungssicherstellung brauchen. Jetzt haben wir ja die entsprechenden Regelungen, dass es Ausgleichsflächen auch noch braucht. Jetzt stehen wir bei 15.000 Windrädern, vorher gesagt worden, vor dem Ausbau. Zusätzlich die Ausgleichsflächen und dann noch die Artenhilfsprogramme. Sehen Sie nicht die Gefahr, dass das alles zulasten dann der landwirtschaftlichen Fläche geht? Herr Pingen? Ja, vielen Dank, Herr Mack, für die Frage. Das ist eine, ich sehe es jetzt mal als zweigeteilte Frage, aber es geht alles um die Fläche. Ich kann das noch mal bekräftigen. Ich hatte es ja auch eingangs gesagt, wir dürfen nicht nur das Thema Energieversorgung und Energiesicherheit sehen, sondern wir müssen auch Ernährungssicherung stärker in den Fokus nehmen. Und das heißt, Flächen müssen auch als Produktionsflächen erhalten werden. Das ist ein Grundsatz, den wir noch sehr viel stärker berücksichtigen müssen. Das eine ist beim Thema Naturschutzkompensation. Und da ist im Gesetzentwurf ja bisher nur vorgesehen, dass beim Repowering die Eingriffe in das Landschaftsbild oder die Kompensation dafür
von der Bestandsanlage berücksichtigt werden kann. Aus unserer Sicht sollte man dort weitergehen und dass man generell sagt, wenn es um Eingriffe in das Landschaftsbild geht, die sind nicht auszugleichen, dass dort keine zusätzliche Fläche in Anspruch genommen werden darf, also ein Ausgleich für den Eingriff in das Landschaftsbild flächenneutral stattfinden muss. Und das geht eigentlich nur, indem man es über Entsiegelung macht oder über Pflege vorhandener Flächen. Und das sollte aus unserer Sicht im Gesetzentwurf auch tatsächlich festgeschrieben werden. Also Flächenneutralität bei der Naturschutzkompensation, wenn es um den Eingriff in das Landschaftsbild geht. Wenn es jetzt um die Artenhilfsprogramme geht, der zweite Teil Ihrer Frage, auch da sollte man immer den Flächenaspekt mit berücksichtigen. Natürlich die Kooperation mit der Landwirtschaft, aber auch immer den Flächenaspekt. Und wir würden vorschlagen, dass man bereits im Gesetzentwurf auch festschreibt, dass diese Artenhilfsprogramme erstens in enger Kooperation mit den Flächenbewirtschaftern, mit den Landwirten stattfindet, zweitens möglichst flächenschonend stattfindet, dass gemeinsam produktionsintegrierte Maßnahmen gesucht werden, gefunden werden und dass halt auch eine angemessene Entschädigung auf einer vertraglichen Basis umgesetzt werden, damit man sowohl den Artenschutz gewährleisten kann, aber halt auch die Akzeptanz in der Landwirtschaft gewinnt und auch flächenschonende Maßnahmen findet, sodass keine Produktionsflächen verloren gehen, sondern Produktion und Artenschutz gemeinsam stattfinden kann. Dankeschön. Dankeschön. Herr Mack? Dann hätte ich noch die Frage an die Frau Schiffer. Wie können denn die Standards konkret helfen, um Verfahren zu beschleunigen? Wir haben ja das Beispiel jetzt mit den LNG-Terminals, wo man andere Verfahren gefunden hat. Ließe sich das auch auf andere Industrieanlagen umsetzen? Ja, vielen Dank, Herr Mack, für die Frage. Das LNG-Beschleunigungsgesetz zeigt aus unserer Sicht das Dilemma, in welchem die Bundesregierung im Bereich des Naturschutzrechts steckt. Hier wurden, wie ich finde, gute Erleichterungen geschaffen im Rahmen der Eingriffsregelung, der deutschen Eingriffsregelung, die aber kollidieren mit dem EU-Recht, also den Natura 2000-Richtlinien. Hier muss ich artenschutzrechtliche Maßnahmen vor dem Eingriff durchführen. Während ich jetzt nach der Eingriffsregelung bei den LNG-Terminals diese Ausgleichsflächen auch noch 2 Jahre nach der Zulassung durchführen darf. Das wird aber nicht funktionieren, weil in der Regel gibt die Behörde den Unternehmen auf, oder das wird auch bei den LNG-Terminals der Fall sein, diese beiden Ausgleichsmaßnahmen zusammenzudenken. Das heißt, die CEF-Maßnahmen nach Artenschutzrecht werden immer gemeinsam mit den Ausgleichsmaßnahmen nach der deutschen Eingriffsregelung durchgeführt, sodass wir glauben, das ist eine sehr gute Idee, ein sehr guter Ansatz, aber am Ende nicht zu einer Beschleunigung der Verfahren führen kann. Und es zeigt erneut, dass es sehr wichtig ist, dass die Bundesregierung sich dafür einsetzt, dass das FFH oder die Natura 2000-Richtlinien modernisiert und praxisnah ausgestaltet werden. Wir haben das auch gerade schon gehört zum Thema Populationsschutz und Individuenschutz. Dankeschön, Frau Schiffer. Damit ist der Part beendet und wir kommen zur Bündnis 90 Die Grünen. Das Wort hat der Abgeordnete Ebner. Und ich frage noch mal den Herrn Krüger. Es wurden vorhin schon angesprochen, Artenhilfsprogramm, verfassungsrechtliche Bedenken. Ich wollte aber noch mal auf die Frage des Funktionierens eines solchen Artenhilfsprogramms eingehen und fragen, welche Voraussetzungen, welche Rahmenbedingungen eigentlich notwendig sind, um eine Umsetzung von Artenhilfsprogrammen zu beschleunigen und tatsächlich da auch zeitnah und wirksam in die Fläche zu bringen. Ja, vielen Dank für die Nachfrage zu den Artenhilfsprogrammen. Auch hier würde ich noch mal starten wollen mit dem Blick auf die Situation der Arten, um die es uns hier geht. Es ist mehrfach angeklungen heute, dass die Arten, über die wir hier reden, oft in einem sehr schwierigen Populationszustand sind, weil eine ganze Menge von Gefährdungsfaktoren über die letzten 10, 20, 30 Jahre dazu geführt hat, dass die Populationen runtergegangen sind. Die intensiven Landnutzungssysteme, die Frage von Flächenverbrauch durch Siedlungswachstum, Infrastruktur, das haben wir alles schon gehört. Von daher brauchen wir bei den Artenhilfsprogrammen,
wenn sie wirklich wirken wollen, weit mehr als nur einen Ansatz, wo man sagt, man macht so ein bisschen was am Brutplatz und man guckt so ein bisschen mit einem direkten Gelegeschutz oder mit solchen klassischen Maßnahmen des Artenschutzes. Aber wir brauchen hier für die einzelnen Arten wirklich Gesamtkonzepte, wo man gucken muss, Mensch, was ist bei wandernden Arten vielleicht auch entlang von Zugwegen dann im Rahmen von internationaler Arbeit abzusichern? Was ist aber auch im Hinblick auf Flächenverfügbarkeit von Lebensraum möglich? Hier sehe ich, dass eine ganze Reihe Arten mit den 10%, die wir in der Zukunftskommission Landwirtschaft als Habitatstrukturen in der Agrarlandschaft vorgeschlagen haben, dass das eine Möglichkeit ist, vielen Arten zu helfen. Andere Arten, wie ich sag mal Kornweihe, Schreiadler, brauchen höhere Komplexitäten in den Artenhilfsprogrammen. Da werden wir auch über großflächige Veränderungen in der Intensität der Bewirtschaftung reden müssen. Sicherlich immer mit den Landnutzern. Das ist ja auch eine der Leistungen, die die ZKL gebracht hat, dass man immer sagt, Honorierung der ökologischen Landwirtschaft oder der ökologischen Leistungen der Landwirtschaft. Das soll auf Augenhöhe erfolgen. Aber wir brauchen hier eine dauerhafte Finanzierung, ein gutes Gesamtkonzept, einen schnellen Einstieg, auch die Möglichkeit, dadurch, dass dann Artenschutz und der Erhalt der Ökosysteme im überragenden öffentlichen Interesse verankert sind, da dann wirklich auch in der Abwägung mit anderen Nutzungen voranzukommen. Sollten aus Ihrer Sicht dann die Artenhilfsprogramme auch im überragenden öffentlichen Interesse sein? Definitiv sollte der Artenschutz und der Erhalt der Populationen im überragenden öffentlichen Interesse sein. Und damit sind natürlich auch die Artenhilfsprogramme als Instrument dann in einem überragenden öffentlichen Interesse zu sehen. Und weil Sie jetzt noch mal, Dankeschön, weil Sie jetzt noch mal die 10% angesprochen hatten, wie würden Sie es denn bewerten? Sind stabile oder gute Erhaltungszustände überhaupt möglich, ohne zusätzliche Gebiete mit Vorrang für Arten- und Naturschutz zu schaffen? Das wird, ich hatte es ja eben schon anklingen lassen, sehr stark von der Ökologie der jeweiligen Arten abhängen. Ich bezweifle das beispielsweise ganz persönlich, dass wir das bei der Kornweihe hinkriegen. Eine Art, die, glaube ich, jetzt noch 5 Brutpaare hat in Deutschland. Da werden wir vermutlich noch mal neu in die Lebensraumanalyse reingehen müssen und gucken müssen, ob wir zusätzliche Schutzgebiete brauchen. Andere Arten, wie beim Rotmilan, da sind es tatsächlich eher die 10%, die wir in der Agrarlandschaft brauchen, um da wieder Strukturen für ihn zu schaffen. Und die Gesamtfrage, wenn man das über die kollisionsgefährdeten Arten hinaus sieht, da gibt ja die EU-Biodiversitätsstrategie schon eine Antwort. Da sind ja als Ziel schon gesetzt, um der Artenkrise und der Biodiversitätskrise zu begegnen, brauchen wir 30% gut gemanagte Schutzgebiete und ein Drittel dieser gut gemanagten Schutzgebiete mit einem strikten Schutz. Dankeschön. Und vielleicht zum Schluss noch, vielleicht können Sie noch was zur Zumutbarkeitsschwelle, wurde von verschiedenen schon angesprochen, sagen, wie Sie das bewerten an der Stelle. Ich halte das für hochproblematisch. Zum einen, weil wir mit einer relativen Standardisierung dann da reingehen, ohne dass wir uns angucken, was sind denn das für örtliche Situationen? Was für Artenkörbe findet sich denn da? Wenn ich eine Windkraftanlage habe, die am Ende ein Problem für Fledermäuse ist, für Rotmilan ist und für noch ein paar andere Arten, dann kann es sehr gut sein, dass eine an sich einfache Abschaltung, die man zum Beispiel in einer milden Augustnacht noch mal braucht, um Fledermäuse zu schützen, nicht mehr möglich ist, weil sie schon jenseits der Zumutbarkeitsschwelle ist. Da werden viele Lösungen erschwert durch dieses etwas holzschnittartige Vorgehen, die in sich sinnvoll wären und die oft auch bei den Betreibern für gar nicht so dramatischen Widerstand sorgen, sondern weil sie sehen, Mensch, das ist eine einfache Nacht, 25 Grad im August, kaum Windhöfigkeit, da kriegen wir das hin. Dankeschön. Und als nächstes an der Reihe ist die Kollegin Harzer von der FDP. Meine nächsten beiden Fragen richten sich nochmal an die Frau Heidebrück vom BWE. Und zwar die erste wäre, wie steht Ihr Verband zur Frage der Horstkartierung und weiterführenden Untersuchungen in erweiterten äußeren Prüfbereich? Und wäre eine Regelung, nach der dort lediglich eine Datenabfrage in staatlichen Datenbanken von wissenschaftlich erfassten Brutplätzen stattfindet, in Ihren Augen eine sinnvolle Lösung? Zweiter Schiebstand hinterher. Frau Heidebrück. Ja, herzlichen Dank für die Frage. Also wir haben in dem erweiterten Prüfradius haben wir ja einfach das Problem, dass es sich da um einen ganz extrem großen Bereich handelt und wo wir sagen, da muss eigentlich eine Recherche auf der Grundlage von Datenbanken ausreichen. Wenn Sie sich überlegen, wir haben im Moment ausgelastete Gutachterkapazitäten. Es wäre überhaupt nicht, wir sollen im nächsten Jahr das 7,5-fache eigentlich theoretisch laut Klimaschutz
zubauen. Wir haben jetzt schon Probleme mit Gutachtern zu bekommen. Es wäre überhaupt nicht möglich und es wäre nicht leistbar. Und ich denke, es ist auch nicht sachgerecht, im erweiterten Prüfbereich eine Horstkartierung vorzunehmen. Das würde auch den Arten nicht helfen, sondern es würde den Ausbau weiter begrenzen und es würde nicht dazu führen, dass wir zu einer Verbesserung im Artenschutz kommen. Dankeschön. Frau Hauptsache. Ich schließe noch eine zweite Frage an. Wie stehen Sie denn generell dem aktuellen Gesetzesentwurf bzw. der geplanten Öffnung von Landschaftsschutzgebieten gegenüber und hier insbesondere dem Verbot der künstlichen Nisthilfen nach § 45b Absatz 7? Also ich denke, die Öffnung von Landschaftsschutzgebieten ist absolut sachgerecht. Bei Landschaftsschutzgebieten handelt es sich immer um sehr allgemeine Schutzgebiete. Wenn ich ein Beispiel aus meiner Heimat sagen darf, wir haben dort ein Landschaftsschutzgebiet für einen Fisch. Dieser Fisch lebt in einem Graben. Dieser Graben ist aufgrund der Klimaveränderung mittlerweile trocken. Das heißt, der Fisch lebt dann nicht mehr. Es gibt dann keinen Grund, warum ich in so einem Landschaftsschutzgebiet, was einen speziellen Schutzzweck hat, warum ich da keine Windkraftanlage errichten soll. Also von daher denke ich, gerade bei den Landschaftsschutzgebieten müssen wir immer sehr genau hingucken, welchen Schutzzweck verfolge ich und wird die Errichtung der Windkraftanlage, behindert sie diesen steht sie diesem Schutzzweck entgegen oder aber hat sie eigentlich überhaupt kein Problem. Also wir müssen bei Landschaftsschutzgebieten eben genau gucken, was soll hier eigentlich geschützt werden. Und wenn wir überlegen, dass 26% der Fläche der Bundesrepublik innerhalb von Landschaftsschutzgebieten liegt, dann wissen wir, was für ein großes Flächenpotenzial ist. Und wenn ich all diese Gebiete ausschließe, wird natürlich der Druck auf die verbleibenden Flächen deutlich größer und ich muss da vielleicht mehr Kompromisse machen. Von daher würde ich immer dafür plädieren oder plädieren wir immer dafür, eine Einzelfallprüfung, immer gucken, geht es an dem Standort oder geht es nicht, aber nicht pauschal Landschaftsschutzgebiete rauszulassen aus der Prüfung. Dankeschön, Frau Harzer. Schon durch, sehr gut. Dann kann ich an der Stelle schon mal ankündigen, wir könnten auch noch eine dritte Runde, zweieinhalb Minuten, zwei Minuten schaffen, geht nicht einzustellen, also zwei Minuten. Gut, also nur, dass wir uns schon mal drauf einstellen. Dann wäre als nächstes noch mal der Abgeordnete Black dran aus dem Netz. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vermutlich funktionieren zweieinhalb Minuten doch, weil zur dritten Runde muss ich mich leider entschuldigen. Deswegen könnte das ja sein, dass das dann hinhaut. Bevor ich meine beiden Fragen wie Herrn Gellermann und Herrn Krüger richte, möchte ich ganz kurz noch mal auf das eingehen, was Herr Niebert gesagt hat. Das war ja richtig. Auch ich habe den Eindruck, dass sich die Sachverständigen in dieser Runde einig darüber sind, dass es den Ausbau der erneuerbaren Energien braucht. Meine Fraktion sieht das anders, aber das Entscheidende, die entscheidende Frage, gerade im Spannungsfeld zwischen Artenschutz und Klimaschutz, ist ja hier, gelingt es dem Gesetzentwurf, das hier auch wirklich gemeinsam anzugehen und zwar auch gleichberechtigt anzugehen. Das ist ja der Anspruch, den die Bundesregierung selbst an sich gestellt hat. Und hier kommt die Runde doch zu deutlich unterschiedlichen Ergebnissen, so ist meine Einschätzung. Und dann würde ich gerne die Fragen stellen. Also zunächst einmal die Frage an Herrn Gellermann. Es ist ja so, dass Abhilfe bei der Tötung von kollisionsgefährdeten Arten und dem Verlust ihrer Habitate Artenhilfsprogramme Abhilfe schaffen sollen, Artenschutzhilfsprogramme. Jährlich sollen die mit 25 Millionen Euro etwa ausgestattet sein. Ich meine, wenn ich mir den Bestand der Windkraftanlagen jetzt etwa 30.000 vorstelle, ist das ja nur ein jährlicher Betrag von 833 Euro pro Windkraftanlage. Da wollte ich Sie fragen, ist das aus Ihrer Sicht ein angemessener Beitrag für den Schaden, den Windkraftanlagen dann anrichten? Also können die Artenschutzhilfsprogramme damit tatsächlich auch arbeiten? Und die andere Frage an Herrn Krüger ist die Frage nochmal nach den Fledermäusen. Es ist ja so, dass in diesem Gesetzentwurf offenbar davon ausgegangen wird, dass das, was man an Schutz für kollisionsgefährdete Vögelarten macht, auch den Fledermäusen zugutekommt. Da würde mich interessieren, ist das Naturschutz und Artenschutz fachlich begründet, diese Annahme? Und wenn nein, wie müsste denn der Fledermausschutz in diesem Gesetzentwurf eigentlich aussehen? Danke. So, Herr Gellermann. Ja, so Fragen, wenn es ums Rechnen geht, an einen Juristen zu richten, ist meistens falsch. Judex non calculat, ich kann nicht abschätzen, ob die Summen, die angesetzt werden, 25 Millionen im Bundeshaushalt, dann soll aber noch einiges dazukommen über die Betreiber von Anlagen, ob das insgesamt auskömmlich ist. Wenn ich davon ausgehe, dass dieses Programm bundesweit
zum Tragen kommen soll und das einfach mal so gleichmäßig über die gesamte Fläche verteile, habe ich wirklich die Befürchtung, da bewegt man wenig mit. In Nordrhein-Westfalen gab es in den 1980er Jahren das Feuchtwiesenprogramm, das war jährlich mit 65 Millionen für ein Bundesland ausgestattet. Das waren Ankaufsmittel. Ob ähnliche Summen, man muss es ja dann hochrechnen, aufs Bundesgebiet hier zustande kommen, kann ich nicht prognostizieren. Ich glaube aber, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Danke, Herr Kellermann. Herr Krüger. Ja, bei den Fledermäusen haben wir die Herausforderung, dass die Erkenntnislage deutlich schwächer ist als das, was wir von den Vogelarten kennen. Ich hatte eben als Beispiel schon mal gebracht, dass wir wissen um die lauen Augustnächte und die erhöhten Risiken der Kollisionsgefährdung dann bei über den Bäumen fliegenden Arten. Wir würden immer dafür plädieren, dass wir sagen, wir brauchen hier einen ganz klaren Blick nochmal in der weiteren Erhebung. Wir brauchen hier im Gesetz einen Hinweis darauf, dass Fledermäuse entsprechend mit zu berücksichtigen sind und eine ganz konkrete Formulierung wäre es eben zum Beispiel beim Thema Repowering nicht nur die Brutvorkommen von Arten anzusprechen, sondern eben auch die Fortpflanzungsstätten, sodass eben klar ist, dass es neben den Vogelarten auch die Fledermausarten umfasst. Dankeschön, Herr Bleck. Ja, also das Argument, dass Juristen bzw. Richter nicht zählen, das lasse ich gelten. Deswegen würde ich die gleiche Frage, die ich an Herrn Gellermann gestellt habe, doch Herr Krüger noch stellen wollen, wie er das einschätzt, ob ein Bundesbeitrag von 25 Millionen Euro pro Jahr bei 30.000 Windkraftanlagen, die wir jetzt schon haben, umgerechnet also etwa 833 Euro für ein Artenschutzhilfprogramm aus seiner Sicht ausreichend sind. Nein, wir werden mehr Mittel benötigen für den Artenschutz. Wir wissen ja darum, wie die Unterfinanzierung des Natur- und Artenschutzes insgesamt ausgeht und aussieht. Wir haben da in den letzten Jahren immer eine Zahl von 1,5 Milliarden kommuniziert, die allein für die Pflege und Entwicklung der Schutzgebiete uns in Deutschland gefehlt haben. Wir sehen, dass jetzt mit den Regierungsgeldern, die für Artenschutzprogramme vorgesehen sind, erstmals was in diese Richtung entwickelt wird. Es gibt ja gleichzeitig dann die Finanzierungsmechanismen unter Beteiligung der Windkraftbranche, sowohl an Land als auch auf See. Diese Gelder werden frühestens ja 2024, 2025 zur Verfügung stehen. Und wir werden sicherlich mit 100 bis 200 Millionen pro Jahr rechnen müssen, wenn wir sagen, wir wollen allein den windkraftsensiblen Arten eine Hilfe leisten. Herzlichen Dank, Herr Krüger. Und ich darf jetzt an der Stelle schon ankündigen, dass unsere dritte Runde, dass wir die A 3 Minuten machen können. Es wurde fleißig gerechnet. Wir schaffen das mit 3 Minuten. Und jetzt ist als letzter in der Runde dran der Kollege Lenkert. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht wieder an Herrn Wessel. An welchen Stellen wird der vorliegende Entwurf neue Rechtsunsicherheiten schaffen? Was sollte auf jeden Fall im Gesetz noch ergänzt werden? Und dann, wie sehen Sie die Artenhilfsprogramme ausgestaltet? Herr Wessel. Ja, herzlichen Dank. Sind zu den Rechtsunsicherheiten ein paar Punkte ja schon genannt worden. Wir haben eine Reihe von unbestimmten Rechtsbegriffen, die weiter ausdefiniert werden müssen, damit sie eine gute Wirksamkeit entfalten. Ansonsten werden wir da schlechter mit umgehen können. Die Unzumutbarkeitsgrenzen, die formuliert worden sind, lassen sich für mich weder fachlich noch juristisch richtig gut herleiten. Das heißt, es ist absehbar, dass dazu zu Klagen kommen wird. Und das verzögert das ganze Prozedere wieder deutlich. Man muss ja hinzufügen, dass genau solche Abwägungen eigentlich im Verwaltungsrecht Standard des Prozederes sind. Ja, zu überprüfen, ist meine Entscheidung, mein Verwaltungsakt verhältnismäßig oder nicht, ist Standardarbeit jedes Sachbearbeitenden da draußen, der einen Verwaltungsakt schreibt. Also insofern, was soll das bitte im Gesetz? Ist nicht so ganz klar und wird in der Tat zu Problemen führen. Auch der Umgang mit den NIST-Hilfen wird zu Rechtsunsicherheiten führen, weil zum Beispiel ungeklärt ist, was ist mit NIST-Hilfen, die aus völlig anderen Gründen rechtlichen Verpflichtungen angebracht worden sind. Müssen die wieder abgenommen werden? Wie erfüllt man dann die rechtlichen Verpflichtungen, die in einem Schutzgebiet bestehen? Das ist an der Stelle unklar. Das Gesetz beschränkt sich auch auf das Verschlechterungsverbot. Es gibt aber ein Verbesserungsgebot. Und das hat der Europäische Gerichtshof im Urteil gegen Finnland zum Wolf auch noch mal klargestellt, dass es nur darum geht, dass sich auch eine zukünftige Verbesserung nicht verhindern lassen darf durch weitere Bautätigkeiten in einer Region. Das wird auf jeden Fall noch zu Problemen führen innerhalb des Gesetzes. Der eigentliche Punkt ist aber tatsächlich
Wir haben so gravierende Lücken im Naturschutz, dass die Widerstände gegen weitere Belastungen vor Ort entsprechend intensiv werden. Und solange es den Arten nicht gut geht, die Bürger vor Ort nicht daran beteiligt sind, dass Windenergie ausgebaut wird, sie im Zweifelsfall auch Vorteile davon haben, solange bleibt der Widerstand auch hoch. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, um auch Rechtsunsicherheiten zu vermeiden. Denn es ist ja nun ein offen ausgesprochenes Geheimnis, dass ein nicht unerheblicher Teil der Klagen gar nicht durch die hier vertretenen Verbände geführt wird, sondern durch irgendwelche Leute, die meinen, Artenschutz instrumentalisieren zu können. Und ich glaube, die Ursachen da anzugehen durch eine gute Bürgerenergie und eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung ist fast viel wichtiger, als sich jetzt über den Gesetzestext an der einen oder anderen Stelle noch mal die tiefsten Gedanken zu machen. Denn die eigentlichen Verzögerungen finden an ganz anderen Stellen statt. Danke, Herr Wessel. Kollege Lenkert. Ja, vielleicht könnten Sie noch mal kurz ausführen, also wie sehen Sie es, dass man zum Beispiel direkte Unterstützung für die Kommunen zahlen würde, statt dieser Pauschalmöglichkeit, Direktzahlung zu leisten? Würden Sie das noch mal kurz bewerten können? Wie das den Artenschutz einerseits betrifft und andererseits die Scheinumweltschutzklagen verhindert. Ja, absolut. Alle Umfragen zur Akzeptanz zeigen in dem Moment, wo die Kommune und die Bürger vor Ort beteiligt sind an dem Erfolg der Windenergie, in dem Moment bricht auch der Widerstand zusammen. Denn wie gesagt, der größte Teil davon ist überhaupt gar nicht durch den Artenschutz motiviert. Das liegt an ganz anderen Stellen. Ich schulde Ihnen auch noch eine Antwort zu den Artenhilfsprogrammen. Die müssen in der Tat mit einer guten Flächensicherung hinterlegt werden, denn nur eine Maßnahme zu beschließen, aber keine Fläche zur Verfügung zu haben, ist genau das, was die Sorge aus den Ländern ist, die an uns herangetragen wird. Wir sind da ja in einem sehr engen Kontakt. Die wissen sich von vorne bis hinten nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und die Einführung eines Ersatzgeldes für Artenschutz, wie es jetzt geplant ist, wird das Problem an der Stelle auch nicht lösen. Denn wir haben mit Ersatzgeld aus der Eingriffsregelung, weiß Gott, bundesweit lange Erfahrung. Und das Einzige, wozu Ersatzgeld führt, ist, dass Geld auf der Bank liegt und nichts passiert. Wenn man keinen Zugriff auf die Fläche hat und die Maßnahmen nicht durchgeführt werden können, dann nutzt einem das schönste Geld an der Stelle nicht. Und wenn einem das Personal fehlt und die Strukturen vor Ort fehlen, kommt man auch nicht weiter. Thüringen hat mit den Natura 2000-Stationen schöne Beispiele geleistet, welche Strukturen man vor Ort braucht und welche funktionieren können, um dauerhaft Maßnahmen in die Fläche zu bringen. Ähnliches kennen wir ja auch aus Baden-Württemberg sehr erfolgreich. Die Zusammenarbeit mit den Landschaftspflegeverbänden hat da sicherlich Zukunft. Wie das dann praktisch ausgestaltet werden muss, gerade wegen der problematischen Bund-Länder-Kompetenzen, das ist etwas, was wir so schnell wie möglich klären müssen. Herzlichen Dank. Kollege Lenkert ist durch. Dann okay, die nächste Runde. Nächste Runde, die beginnt jetzt. Wir machen die 3-Minuten-Runde. Die beginnt mit der Kollegin Kerstin von der SPD. Danke. Jetzt hätte ich noch mal eine Frage, die sich so ein bisschen an die Antwort von Herrn Wessel anschließt, an Frau Dr. Hess. Und zwar, wie können wir sicherstellen, dass die Schutzmaßnahmen, auf denen die Genehmigungen erteilt werden, auch wirklich umgesetzt werden und im Einzelfall effektiv sind? Und was braucht es zusätzlich? Und wenn Sie schnell antworten, dann würde ich das Gleiche auch noch mal den Herrn Niebert fragen. Experiment. Frau Hess. Tja, wie können wir für wirksame Schutzmaßnahmen sorgen? Das Gesetz selber sieht ja Schutzmaßnahmen in einer Anlage vor, begründet da so eine Art Vermutung der Wirksamkeit. Was wir in der Praxis tatsächlich brauchen, sind konsequente Monitoring-Programme, die auch regelmäßig sozusagen die Art, Bestände und die Wirkung von Maßnahmen überwachen können. Das war jetzt ganz rasch. Dann der Herr Niebert. Der kann da auch knapp anknüpfen. Das, was es braucht tatsächlich für die Artenhilfsprogramme, für den Artenschutzmaßnahmen, sind auf der einen Seite, Herr Wessel hat es erwähnt, sind Flächen, die man auch kaufen können muss. Das heißt, wir werden da am Ende über Vorkaufsrechte zum Beispiel reden müssen, die wahrscheinlich eine deutlich größere Wirkung haben als einfach das Geld. Dann eine weitere Maßnahme, die sich, glaube ich, auch gut gemeinsam mit der Landwirtschaft umsetzen lässt, Herr Krüger hat es angesprochen, ist mehr Struktur in der Agrarfläche zu schaffen. Das ist was, was auch, glaube ich, dem Ansatz von Herrn Pingen nachkommt, da eben nicht Flächen aus der Ernährungssicherung rauszunehmen, sondern sie einfach anzureichern. Wenn wir das gelöst bekommen, dann werden wir dem Artenschutz da tatsächlich etwas Gutes tun. Aber wichtig ist eben, dass das Geld auch ausgegeben werden können muss und dafür braucht es Fläche. Dankeschön, Kollegin Kersten. Noch eine Nachfrage? Durch. So, dann kommen wir zur CDU-CSU-Fraktion, Abgeordnete Mack.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde den Herrn Liebing noch mal fragen. Und zwar, wir haben jetzt die Situation, dass die Stadtwerke ohnehin durch die hohen Energiepreise, die Inflation stark unter Druck stehen. Und wenn man jetzt aber auch die Rechtsunsicherheit dieses Gesetzes sieht, sehen Sie die Bereitschaft der Stadtwerke überhaupt dann weiterhin in Windkraft zu investieren? Weil das, wir können ja hier viel reden und beschließen. Wenn am Ende niemand da ist, der investiert, dann kommen wir auch nicht weiter. Herr Liebing. Vielen Dank. Im Grundsatz sind die Stadtwerke gerne bereit und wollen investieren in den Ausbau der erneuerbaren Energien. Ich beschreibe ihre Rolle immer gerne als die der Praktiker und Pragmatiker der Energiewende. Aber der Wille zum Ausbau, der ist durch zwei Dinge in der Tat im Moment reduziert. Das eine sind die ganz praktischen Erfahrungen in der Vergangenheit, dass die Planungsprozesse zu lange gedauert haben, dass Projekte jahrelang vor Gericht liegen. Und wenn die Geschäftsführung eines Stadtwerkes 5 Jahre lang braucht, um ein Windkraftprojekt, einen Windpark zu realisieren, dann reduziert das schon die Neigung, wieder in neue Projekte einzusteigen. Und das andere ist in der Tat die aktuelle Situation. Deswegen werben wir ja auch für Schutzmechanismen für die Unternehmen der Energiewirtschaft, insbesondere auch unter Einschluss der Stadtwerke, was bei wesentlichen Programmen im Moment nicht der Fall ist, um sie zu stützen. Denn ich weiß auch von Stadtwerken, dass es das eine oder andere gibt, die erstmal sagen, alle Investitionen müssen wir im Moment auf Eis legen, weil insgesamt die Lage so unsicher ist. Und das reduziert dann auch wiederum die Möglichkeiten, in diesen Ausbau der Erneuerbaren zu investieren. Grundsätzlich wollen sie es, aber das sind die beiden Bedingungen, die jetzt auch erfüllt werden müssen, wo ich auch Politik und Sie auch nur ermuntern kann. Zum einen hier bei diesem Thema des Artenschutzes die Konflikte so aufzulösen, dass wir Rechtssicherheit bekommen, dass wir schnellere Verfahren bekommen. Dann werden die Stadtwerke auch bereit sein, stärker zu investieren. Kollege Mack, noch eine Nachfrage? Eigentlich müsste ich jetzt den Vorsitzenden fragen, wie er denn mit dem Gesetz jetzt umgeht, wenn noch so viele Dinge nachzuarbeiten sind. Aber das ist wahrscheinlich nicht vorgesehen. Der Vorsitzende kann nicht befragt werden. Dann frage ich die Frau Schiffer noch mal, wie sie denn die Modernisierung der Natura 2000-Richtlinie denn umsetzen wollte. Frau Schiffer. Ist sie weg? Nein, die Frau Schiffer hat nur keine so wahnsinnig gute Internetverbindung. Wenn ich das könnte, hätte ich sehr, sehr viele Ideen. Aber zuallererst muss das natürlich die Bundesregierung in Brüssel anstoßen. Das heißt, wir haben hier sehr viele Forderungen erarbeitet, verschiedenste Verbände, wie diese Natura 2000-Richtlinien dazu beitragen können, dass sie Genehmigungsverfahren erheblich beschleunigen. Aber da muss die Bundesregierung den Raum schaffen, hier in Brüssel auch tätig zu werden. Dankeschön, Frau Schiffer. Und wir kommen zum Abgeordneten, zum Kollegen Gesenhus von Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank. Ich habe eine Frage an Herrn Krüger mit der Bitte um prägnante Antwort, damit ich Herrn Gellermann gleich auch noch was fragen kann. Aus Artenschutzsicht ist natürlich immer vorzuziehen, dass wir Vermeidungsmaßnahmen durchsetzen, als Tötung in Kauf zu nehmen. Jetzt ist die Frage, ob der Gesetzentwurf ausreichend Anreize dafür liefert, dass Vermeidungsmaßnahmen immer vorzuziehen sind. Nein, aus meiner Sicht überhaupt nicht. Dadurch, dass wir im Prinzip mit den Standardvermutungen in den Zumutbarkeitsschwellen arbeiten, wird es oft so sein, dass es an theoretischen und an rechnerischen Erwägungen scheitert und dass im Prinzip die Vorhabensbetreiber und die Projektträger nicht gebunden sind oder angeleitet werden, dafür wirklich Tötungen zu vermeiden. Danke, Kollege Gesenhus. Vielen Dank für die Antwort erstmal. Herr Gellermann, Sie haben vorhin ausgeführt, dass dadurch, dass die Liste der kollisionsgefährdeten Vogelarten ja abschließend sei, dass dann in Genehmigungsverfahren andere Vogelarten nicht mehr zu prüfen seien. Jetzt ist das ja so, dass nach wie vor das europäische Recht gilt, dass auch Artikel 20a Grundgesetz gilt und ja auch in den Erläuterungen zum Gesetzentwurf ausgeführt ist, dass zum Beispiel bei Rastplätzen, bei Vogelzug und so weiter natürlich auch weiterhin andere kollisionsgefährdete Arten mitzuprüfen sind. Deswegen noch einmal die Frage, ob ich Sie gerade richtig verstanden habe, ob denn aus Ihrer Sicht tatsächlich gar nicht mehr andere Arten zu prüfen sind. Ich lese ehrlich gesagt die Erläuterung anders. Herr Gellermann.
Also bei den Brutvögeln ist das ziemlich eindeutig. Der Mäusebussard steht nicht auf der Liste, der würde auch nicht geprüft. Es gibt natürlich andere Konstellationen, darauf weisen Sie völlig zu Recht hin. Zugvögel beispielsweise, die sind ja gar nicht geregelt. Sondern es ist ja nur die Problemlage geregelt, Windenergieanlage wird in bestimmtem Abstand zum Horst errichtet. Damit sind die Brutvögel angesprochen. Nur auch der Kreis der Brutvögel ist massiv verengt. Ich nehme den Mäusebussard noch mal als ein mögliches Beispiel. Dankeschön. Noch eine Nachfrage? Keine direkte Nachfrage, aber wenn ich noch eine Minute habe, würde ich den Herrn Niebert noch mal fragen, mit Blick auf die Artenhilfsprogramme. Es ist vorhin vom Bauernverband schon mal ausgeführt worden, dass man natürlich eng mit der Landwirtschaft kooperieren sollte, teile ich auch. Aber wer sind weitere wichtige Kooperationspartner, um die Artenhilfsprogramme zum Gelingen zu bringen? Herr Niebert. Naja, Herr Krüger hat vorhin dargestellt, wo die Artenhilfsprogramme in welcher Form zur Wirkung kommen müssen. Und da sind natürlich die Landnutzungsverbände sind für uns wichtige Partnerinnen und Partner, darüber dann auch die Agrarverwaltungen. Ich glaube, dass die bisher viel zu wenig mitgedacht werden in den ganzen Debatten. Genauso wie bei einigen Arten durchaus auch die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, gerade wenn wir da jetzt in der Zukunft auch stärker mit der Windkraft in den sowieso schon intensiv genutzten Wald hineingehen, dann wird das da auch eine Rolle spielen. Dankeschön, Herrn Niebert. Und wir kommen zur Kollegin Harzer von der FDP. Eine abschließende Frage habe ich noch, die geht wieder an die Frau Heidebröck. Und zwar, Sie fordern einen bisher fehlenden gesetzlich bundeseinheitlich verbindlichen Bewertungsmaßstab für die Habitatpotenzialanalyse. Welche Bedeutung hat dieser fehlende Maßstab für Ihre Arbeit? Frau Heidebröck. Herzlichen Dank. Es ist ja ganz klar, wenn ich keinen Maßstab habe, wie so eine Habitatpotenzialanalyse durchzuführen ist, schafft es ja keine Sicherheit und keine Beschleunigung in den Verfahren, sondern ich brauche dann ja eine klare Vorgehensweise. Ich brauche klare Richtlinien, wie damit umzugehen ist. Sonst habe ich den gleichen Ermessensspielraum, den ich bisher auch habe. Von daher ist es ganz wesentlich, dass wir da eben gucken. Ich halte die Habitatpotenzialanalyse insgesamt für ein sehr gutes Instrument, weil sie nämlich im Gegensatz zu anderen Elementen, die wir bisher genutzt haben, die ja immer nur den Moment erfassen, sagt die Habitatpotenzialanalyse eben, inwiefern ist hier das Habitat deutlich besser als Habitate in der Umgebung. Und das kann somit auch den gesamten Betrachtungszeitraum der 20 Jahre einer Windkraftanlage mit umfassen. Von daher glaube ich, ist es ein viel, viel probater Mittel, als dass ich eine Momentaufnahme mache von einem Brutvorkommen jetzt, heute, von einem Vogel, der vielleicht nächstes Jahr wo ganz anders brütet. Also von daher denke ich, dass es ein sehr gutes Mittel ist und dass wir da dringend Maßstäbe für brauchen. Dankeschön. Keine Nachfrage mehr. Der Abgeordnete Bleck hat gesagt, er ist in der dritten Runde nicht mehr da. Falls doch, müsst ihr jetzt laut aufschreien. Und ansonsten geht das Wort an den Kollegen Lenkert. Ja, ich würde noch mal eine Frage an den Herrn Wessel richten. Herr Wessel, Sie hatten vorhin kurz ausgeführt, dass sehr viele Doppelerhebungen stattführen, dass im Verwaltungsrecht Gründe liegen, die Datenzusammenführung behindern oder im Verwaltungshandeln. Und dann hatten Sie auch angedeutet, dass der Fernstraßenbau sehr viel Personal hat, was freigesteuert werden könnte. Könnten Sie diese Ausführung noch mal vertiefend darstellen in den letzten Minuten? Vielen Dank. Herr Wessel. Ja, das kann ich gerne tun. Denn in der Tat ist es so, wir haben praktische Berichte von Kartiererinnen und Kartierern da draußen, Beispiel aus Schleswig-Holstein, wo sich die Kartierer für die A20, für die Windenergie und für das Baugebiet auf der gleichen Fläche getroffen haben und die gleichen Arten untersucht haben. Das ist natürlich absurd. Und solche Fälle wird es bundesweit geben, da gehe ich fest von aus. Wir haben das jetzt nicht systematisch erhoben, aber allein die Denke, sich bewusst zu machen, Arten werden immer durch alle Eingriffe in einer Region betroffen. Das heißt, nur sektoral jeden einzelnen Eingriff zu betrachten und auch nur für jeden einzelnen Eingriff die Arten zu erheben und dann im Zweifel fast doppelt zu erheben, vielleicht irgendwas zu vergessen, macht einfach überhaupt gar keinen Sinn. Und an der Stelle haben wir eigentlich das perfekte Werkzeug ja schon da. Es gibt nämlich ein Bundesmonitoringzentrum für biologische Vielfalt in Leipzig, angedockt ans BFN. Denen fehlen nur die Kompetenzen und es fehlt nur eine rechtliche Vorschrift, die das Zusammenführen der Daten aus den unterschiedlichsten Ebenen der Genehmigungsverfahren dann tatsächlich
gesetzlich verpflichtend macht. Und ich glaube, da kann der Bundesgesetzgeber jetzt zu diesem Zeitpunkt einen entscheidenden Schritt tun. Und nach dem, was ich so von den Projektiererinnen und Projektierern höre, sind die natürlich auch bereit, Daten zur Verfügung zu stellen, die schon da sind. Ja, es wird natürlich rechtliche Konstrukte und finanziellen Ausgleich geben müssen für die Daten, die zivilrechtlich erstmal im Eigentum ja der einzelnen Planungsbüros sind. Das ist völlig klar. Aber das ist ja ein lösbares Thema. Das gibt es ja an anderen Stellen schon längst. Also ich glaube, da eine Verpflichtung einzuführen, Daten zusammenzuführen, wäre enorm wichtig. Und dann kann man auch die Aktualität sich anschauen. Optimal wäre es natürlich tatsächlich, wenn man eine lebende Datenbank hätte. In dem Moment, wo der Mensch im Gelände steht, eine Erhebung macht und die verifiziert ist, die einträgt, landen die Daten in die Datenbank. Das ist ja technisch alles möglich. Und auch die Heterogenität von Daten ist kein Problem. Fangen Sie mal bei der Wikimedia Foundation nach. Die leben davon, quasi heterogene Daten zusammenzuführen. Das ist eine rein technische Frage, die ruckzuck lösbar ist. Also da ist eine ganze Menge schnell machbar, glaube ich. Und das würde auch in der Tat in den Verfahren einiges helfen. Zweiten Teil der Frage kurz nochmal. Ja, ich würde nochmal nachfragen, welches Potenzial denn die Bundesfernstraßenverwaltung hat, was Sie vorhin ansprachen, mit, um die Aufgaben bei der Windkraft zu lösen. Wenn ich mir überlege, dass es die Zahl gerade nicht auswendig im Kopf, aber irgendwie um die 1500 Fernstraßenaktivitäten gibt, die da draußen geplant sind. Und dann bin ich bei unsinnigen Maßnahmen am Bundeswasserstraßen, habe ich noch gar nicht weitergeguckt. Ehrlich gesagt, dann sehe ich da eine ganze Menge an Personal, was an anderen Stellen eingesetzt werden könnte. Die sind ja hochqualifiziert. Und ehrlich gesagt läuft in der Bundesstraßenverwaltung an einigen Stellen die Art Erhebung deutlich besser, als ich das in der Kommune dann teilweise so erlebe. Das ist gar kein Kolleginnen- und Kollegen-Bashing von denjenigen Menschen, die in der Kommune arbeiten, sondern die sind einfach überfordert mit der Fülle der Aufgaben. Und die Gebietsreformen in den Ländern haben es dann nicht einfacher gemacht, wenn dann ein Finanzbeamter plötzlich in der Unter- und Naturschutzbehörde sitzt und Verwaltungsakte in Niedersachsen lösen muss, die hochkomplexe Verfahren beinhalten. Also so funktioniert es halt nicht. So, ganz herzlichen Dank. Wir sind durch drei Runden in unserer öffentlichen Anhörung zur vierten Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes. Und ich darf allen ganz herzlich danken. Erlauben Sie mir kurz noch eine Anmerkung, dass in Datenbankfragen etwas ruckzuck lösbar sein soll, ist mir neu. Aber vielleicht kommt der Zeitpunkt eines Tages noch. Ich darf Ihnen allen ganz herzlich danken, Ihnen als Sachverständigen, Frau Dr. Wilken, Professor Gellermann, Professor Niebert, Frau Dr. Hess, Herr Liebing, Frau Schiffer, Herr Pingen, Herr Krüger, Frau Heidebrock, Herr Wessel. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren und uns in unserem großzügigen Zeitrahmen zügig und auch wirklich innerhalb des Zeitrahmens die Antworten gegeben haben. Lassen Sie mich anmerken, weil die Frage kam, ob wir uns denn auch dem Grundgesetz verpflichtet fühlen würden. Das ist unser Grundgesetz, unser aller Grundgesetz. Und das ist die Basis, auf der wir arbeiten. Und das kann ich Ihnen im Namen aller Kolleginnen und Kollegen versichern, dass wir immer gehalten und bestrebt sind, dieses vollumfänglich zu achten bei allem, was wir tun. Wir sind in einer schwierigen Zwangslage. Das ist heute noch mal klar geworden, sozusagen die Energiefragen zu lösen, gleichzeitig die Naturschutzfragen auch zu beachten. Wir haben sehr viele Anregungen bekommen von Ihnen. Wir haben auch Kritik bekommen. Das ist auch gut so. Dafür ist eine öffentliche Anhörung da. Ich glaube, wir haben nichts weniger. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich würde sagen, eine Quadratur des Kreises ist eigentlich nichts gegen das, was hier jetzt gerade ansteht als Aufgabe. Und die Gesamtaufgabe geht weit, weit, weit über den Naturschutz hinaus. Das ist, glaube ich, auch noch mal ganz klar geworden in dieser Runde. Und auch das wird eine Aufgabe sein, das in der weiteren Umsetzung zu berücksichtigen. Die weitere Umsetzung ist ein straffer Zeitplan. Kollege Max, Sie haben gefragt, wie man das jetzt hinbekommen soll. Das ist natürlich ein kleines Wunder, das jetzt die nächsten Tage passiert, beziehungsweise innerhalb der nächsten 30 Stunden, denn wir haben morgen Abend schon die Sondersitzung und treffen uns im Saal nebenan nochmal als Ausschuss
um darüber zu befinden. Die darf ich hiermit auch gleich ankündigen, diese Sondersitzung. Uhrzeit war 18 Uhr morgen am Dienstag im Europasaal sogar. Da haben wir viel Platz und schöne Ausblicke. Ich danke Ihnen allen nochmal fürs Diskutieren, fürs Kritik anbringen, Anregungen und fürs Zeiteinhalten. Ich wünsche einen schönen restlichen Montag und guten Start in die Woche.